Ja, Burkhard, danke für die Einführung. Ich bin gerne gekommen und ich war auch gestern schon richtig begeistert vom Einstieg von Burkhard zunächst, der deutlich gemacht hat, dass gerade hier in der Gegend ja sehr viel wirklich auch schon Grundlagen zum Bierland gelegt worden sind. Und ich kenne eine ganze Reihe dieser Menschen, die damals gearbeitet haben oder beziehungsweise sehr viel auch aus der Literatur. Und das kann ich wirklich euch nur ans Herz legen. Es gibt einfach unwahrscheinlich viel Wissen, das irgendwann schon niedergeschrieben worden ist. Und der Burkhard hat es wirklich sehr eindrucksvoll beschrieben, wo man wirklich sehr viel daraus lernen kann. Aber auch mit Stefan, sein Vortrag war für mich klasse, weil er eigentlich, glaube ich, auch ganz toll aufgezeigt hat, dass es durchaus vielleicht sogar vernünftig ist, dass wir uns wieder zurückentwickeln, nicht nach vorne entwickeln, eigentlich vielleicht wieder zum Jäger und Sammler, dann geht es uns vielleicht wirklich alle besser. Ja, zu mir zunächst einfach, oder vielleicht möchte, bevor ich zu mir ein bisschen was sage, auch nochmal deutlich machen, dass wir den Mut wieder haben sollten, aufzuzeigen, ein Weiter so geht nicht mehr. Ich denke, das glaube ich, brauche ich hier nicht groß herausstellen, dass die Agrarpolitik der letzten 50, 70 Jahre komplett gescheitert ist, dass bei uns die Kleinbauern in der westlichen Welt zerstört worden sind durch diese Agrarpolitik und gleichzeitig die Kleinbauern in der dritten Welt durch die aggressive Exportpolitik, dass gleichzeitig die Agrarwissenschaft, die zwar es geschafft hat, den Hunger in der westlichen Welt zu besiegen, alles tut, damit unsere Lebensgrundlagen, das heißt Klimawandel, Artenschutz, Bodenschutz und das Wasser zerstört wird. Und das heißt, und das meine ich wirklich ernst, wir müssen wirklich wieder anfangen, Landwirtschaft neu zu denken. Und das meine ich ernst. Das heißt also, dass wir durchaus auch die bisherigen Landnutzungssysteme, sei es konventionelle Landwirtschaft oder auch den Ökolandbau, und wirklich in Frage stellen müssen und uns Gedanken machen müssen, wie können wir die Probleme, die heute sichtbar werden, so lösen, dass die Natur, aber auch der Mensch in die Zukunft hat. Und möchte ich gerne jetzt einsteigen, kurz mit der Vorstellung von meinem Betrieb, zu meinem Werdegang, und dann möchte ich versuchen, einfach anhand meines Betriebes so ein bisschen Impulse zu setzen, wie wir vielleicht hier ein Stück weiterkommen könnten. Ich habe einen Betrieb im südlichen Landkreis Freising. München kennen die, beziehungsweise mein Stefan, glaube ich, kennen die mit Landwirtschaft zu tun haben, glaube ich, ganz gut, Landwirtschaft, Gartenbau. Ich bin dann wirklich 3 Kilometer vor Freising, habe einen Gemischbetrieb mit 3 Schwerpunkten. Der eine Schwerpunkt ist Milchviehverarbeitung. Milchviehverarbeitung mit der intensiven Direktvermarktung. Das heißt, es wird sämtliche Milch am Hof direkt verarbeitet. Es werden auch sämtliche Tiere, die im Betrieb geboren werden, über eine Metzgerei, über eine Biometzgerei, eben dann geschlachtet und wir nehmen das Fleisch und Wurst zurück und verarbeiten es direkt. Unsere älteste Tochter, meine Frau und ich haben 4 Töchter, inzwischen haben wir 6 Enkelkinder, da sind inzwischen auch 2 Söhne mit dabei. Ich sage es deshalb, weil ich, und das meine ich ernst, weil ich von meinen Frauen sehr viel in der Vergangenheit gelernt habe. Als einziger Mann auf dem Hof aufzuwachsen, das prägt natürlich. Und wirklich auch zum Positiven, weil ich jemand bin, da kann ich nachher vielleicht ein bisschen was erzählen, der durchaus gemeint hat, er muss mit Technik Landwirtschaft betreiben, und da habe ich wirklich von meiner Frau und meinen Töchtern viel gelernt, dass es durchaus auch andere Wege gibt und die wahrscheinlich die durchaus intelligenter sind, als wie zu meinen, man muss mit Technik alles beherrschen. Ja, und unsere älteste Tochter hat Kunst studiert, war in England und hat nach dem Kunststudium gesagt, sie möchte gern Kunst und Essen miteinander verbinden, und sie hat dann bei uns in alten Kuhstall umgebaut, in der Küche und Gastraum, und hat sich damit für sich selber eine Existenz aufgebaut. Das heißt, er ist über ein halbes Jahr ausgebucht. Da werden jetzt die
die Weihnachtsfeiern für 2017 gebucht, weil wir sonst keinen Platz kriegen. Und was das Schöne ist für uns Eltern, dass die Tochter zurückkommt, die eigentlich, wie gesagt, mit Landwirtschaft ja nichts am Hut hatte, und steigt in den Betrieb mit ein, baut sich selber Existenz auf und gleichzeitig hilft es auch, den Betrieb weiterzuentwickeln, weil ein Teil unserer Produkte über die Küche einfach verarbeitet werden. Es ist einfach schön anzuschauen als Eltern, was sich da entwickelt. Der zweite Schwerpunkt, der Direktvermarkt, ist ein ganz kleiner Bauern-Gärtner-Laden in München. Das heißt, wir haben zu zweit, also Bierland-Gärtner, und wir haben einen Laden in München, wo wir unsere Produkte eben vermarkten. Wo wir natürlich unsere Milchprodukte verkaufen, aber natürlich auch Fleisch bzw. eben Produkte aus der Küche. Also, ich glaube, 25, 30 Kuchen, was die Hanna bäckt für die zwei Tage, also der ist Freitag, Samstag auf. Und Nachspeisen und so weiter. Und das auch diese Direktvermarktung tatsächlich eben die Wirtschaftlichkeit des Betriebes einfach stabilisiert hat, weiterentwickelt hat. Und was einfach nur wichtig, oder das Einzige, was nicht das Einzige ist, natürlich ist es wichtig, dass es Bioprodukte sind, aber entscheidend ist, die müssen schmecken. Die müssen richtig gut sein. Dann spielt zum Schluss auch der Preis keine Rolle und da kriegt man als Bauer auch einen fairen Preis für seine Produkte. Das ist der eine Schwerpunkt. Der zweite Schwerpunkt ist der Ackerbau mit zum einen Getreidesaatgut, aber als Sonderkulturen Wiesenblumen, Ackerblumen, Gewürzkräutersaatgut, Vermehrung. Ich habe diese Sonderkulturen vor rund 30 Jahren begonnen, weil ich damals als junger Bauer mir marktische erarbeiten wollte, wo ich einfach unabhängig bin von irgendwelchen agrarpolitischen Entscheidungen oder von irgendwelchen Betriebswirtschaftlern, die mir wieder vorrechnen, was ich zu verdienen habe. Und da habe ich das Glück gehabt, dass wir mit diesen Sonderkulturen immer wieder so viel Geld verdient haben, dass die Ideen, die ich habe, und ich habe da relativ viele, dass ich die, Burkhard hat es ja ein Stück weit schon angesprochen, dass ich die auch umsetzen konnte und kann. Ich muss aber dazu sagen, meine Frau und ich haben nicht das Ziel, dass wir jeder von unserer Tochter zum Schluss ein Haus vererben, sondern mir ist wichtig, dass wir als Menschen, als Eltern zum Schluss den Kindern versuchen zumindest einfach auch geistige Werte zu vermitteln. Und nachdem unsere Töchter durchaus intelligent sind, brauchen die unser Geld nicht, um überleben zu können. Das heißt, ich habe dann relativ viel Geld, wie gesagt, in verschiedene Ideen in die Betriebsentwicklung dann gesteckt. Und ja, der dritte Schwerpunkt ist dann die Energieerzeugung mit einer Photovoltaikanlage und einer Holzgasanlage, um einfach Verantwortung auch für die Energieerzeugung zu übernehmen, weil 86 war Tschernobyl, damals waren unsere ältesten Töchter, die Johanna und die Michaela, Kleinkinder, und wir mussten miterleben, dass wir die Kinder nicht mehr im Sandkasten spielen lassen konnten, dass eben die Kühe nicht mehr auf die Weide konnten, und das war für uns auch das Signal, dass wir uns entschieden haben, dann umzustellen auf organisch-biologischen Landbau. Ich bin bei Bierland auch in verschiedenen Gremien aktiv, also im Landesvorstand, stellvertretender Landesvorsitzender, im Präsidium, hier auch mitverantwortlich für, als stellvertretender Präsident für Bildung, Beratung, Forschung. Ich bin deshalb eben auch bei Bierland dabei, weil ich als Bauer tatsächlich mitgestalten kann, mitentscheiden kann, wie sich der organisch-biologische Landbau weiterentwickelt. Ja, vielleicht kurz noch zu meinem Werdegang, weil das durchaus auch einiges aussagt. Ich habe eine klassische Ausbildung gemacht, Berufsschule, Fachschule, und habe damals in der Fachschule gelernt, wie man Pflanzenschutz und Düngemittel erfolgreich einsetzt. War ein junger Bauer, den das natürlich interessiert hat, habe dann 84 112 Dr. Wintergerste gedroschen. Also ich war jemand, der auch eng mit der Pflanzenschutz, mit der Düngemittelindustrie zusammengearbeitet hat. Und ganz ehrlich, das hat auch richtig Spaß gemacht. Meine ich ernst, da bin ich ein Stück weit wirklich stolz drauf. Bei 112 Dr. und das war kein Zufall, sondern das waren ganz einfach moderner Pflanzenbau mit entsprechendem Know-how gepaart, mit der entsprechenden Strategie gepaart, dass man solche Erträge der Natur abbringen kann. Und
wie gesagt, als wir als Männer die Erde beherrschen, macht es richtig Spaß. Ich sehe natürlich heute, dass es ein völliger Quatsch war. Dass wir so werden, wir Menschen bzw. die Erde nicht überleben. Und ich habe es deshalb auch erwähnt, um deutlich zu machen, dass es für mich eben zwei Wege gibt. Das eine ist, wie gesagt, als Menschen, vor allem als Männer, die Erde zu beherrschen, indem wir alles tun mit technischen Tricks, die Erde zu beherrschen. Und der andere Weg, und das ist für mich organisch biologisch landbar, so wie ich ihn verstehe, wo ich ihm, wie gesagt, sehr viel eben Hans-Peter Rusch, aber Hans will ich jetzt gar nicht alle aufzählen, gelesen habe, wo mir vermittelt worden ist, dass wir nicht die Erde beherrschen müssen, sondern dass wir, das meine ich ernst, dass wir versuchen müssen, eine neue Partnerschaft zwischen Mensch und Natur wieder zu beginnen. Das, was vielleicht unsere Vorfahren, vielleicht auch heute zum Teil noch, Naturvölker wirklich verstehen, dass wir da wieder zurückkommen, es im Positiven zurückkommen und verstehen, was mein Boden, meine Pflanzen, meine Tiere, aber auch meine Mitmenschen für Bedürfnisse haben, dass wir versuchen, denen gerecht zu werden. Dass wir wegkommen vom Kampf gegen die Natur hin, wie gesagt, zur Partnerschaft. Und die 29 Jahre, die es heuer jetzt werden, die ich umgestellt habe auf organisch biologisch landbar, die zeigen mir, dass je mehr ich das lerne zu verstehen, umso mehr verschwinden auch Probleme. Und vielleicht auch zur Entwicklung, weil ich glaube, dass wir jetzt wirklich an der Zeitenwende sind. Der Biolandbau hat die letzten 40, 50 Demeter noch wesentlich mehr Jahre es tatsächlich geschafft. Und das ist wirklich aus meiner Sicht eine tolle Leistung, dass wir in allen Bereichen, sei es im Weinbau, im Obstbau, im Gemüsebau, in der Tierhaltung, im Ackerbau, dass wir zeigen konnten, dass wir Erträge erzielen, die ähnlich hoch sind wie konventionell, also dass die Menschen nicht verhungern müssen und dass wir sogar diese konventionellen Qualitätsanforderungen auch erfüllen können. Das war für den ersten Schritt aus meiner Sicht hervorragend. Aber wir sehen, und da kriegt man zwischendurch also auch Prügel, dass wir zum Beispiel im Tierwohlbereich die Tiergesundheit im Biolandbau nicht unbedingt besser sein muss wie konventionell, dass wir weiterkommen müssen, dass wir tatsächlich in diesen Bereichen uns aus meiner Sicht, dass wir rausgehen müssen aus diesen konventionellen Zwängen, konventionellen Systemen, sei es wie gesagt im Weinbau, im Obstbau. Ich war vorletzte Woche in Südtirol, wo wir die Obstbauern sagen, in der Bodenpraktika-Ausbildung, wo wir die Obstbauern sagen, wir haben jetzt es geschafft, tatsächlich 50 Tonnen Äpfel zu ernten pro Hektar. Ähnlich gute Erträge wie die konventionellen und mit einer vergleichbaren Optik. Aber wir spritzen 20 Mal. Und das kann es nicht sein. Und die sehen sehr deutlich, dass wir hier einfach konventionelle Systeme übernehmen mussten, sei es, wie gesagt, im Weinbau, im Obstbau, im Ackerbau, in der Tierhaltung. Wir haben Tierhaltungssysteme, die wir nur einfach optimieren konnten, weil wir auch gar nicht andere Möglichkeiten hatten. Und ich glaube, dass jetzt die Zeit gekommen ist, dass wir da ausbrechen. Dass wir ausbrechen und uns wirklich intensiv Gedanken machen, was hat der Apfelbaum, der Weinstock, der Weizen, aber auch meine Tiere, meine Kühe, meine Schweine, meine Hühner für Bedürfnisse und welches Umfeld kann ich schaffen, dass ich dem gerecht werde. Und ich glaube, da kommen wir vielleicht wieder ein Stück zurück zum Jäger und Sammler. Ich möchte jetzt versuchen, einfach mit nach diesem Einstieg vielleicht anhand von meiner Begriffsentwicklung deutlich zu machen, dass wir durchaus hier auch Möglichkeiten haben. Das heißt, dass wir wirklich einfach uns Gedanken machen müssen, was haben unsere Nutztiere wirklich für Bedürfnisse und wie können wir denen gerecht werden. Aber es haben auch unsere Wildtiere, zum Beispiel unsere Hasen. Rebhuhn kann man schon fast nicht mehr fotografieren, weil es schon fast ausgestorben ist, für Bedürfnisse. Wie kann ich auch dem gerecht werden? Und natürlich unsere Bienen. Ich habe vor 14 Tagen Nachricht bekommen, dass seit 2009 90% der Wildbienen verschwunden sind. Was? 90%. Also wenn das nur halbwegs stimmt, dann ist es richtig in Deutschland. Dramatisch. Und Albert Einstein, der gestern schon mal zitiert worden ist,
da hat uns in Stammbuch geschrieben, 4 Jahre nach der letzten Biene stirbt der Mensch. Also ich glaube, wir sollten alles tun, dass wir nicht mehr so weitermachen. Ich möchte jetzt einsteigen in das Thema, wie wir tatsächlich zum Schluss aufbauend wirken können. Mir hat der Professor Ammer vor 15 Jahren mal erzählt, dass der Mischwald die doppelte Photosyntheseleistung hat wie unsere beste C4-Pflanze, der Mais. Habe ich das damals erfahren, habe ich mir gedacht, ich als leidenschaftlicher Ackerbauer, ich versuche täglich guten Ackerbau hinzulegen. Nebendran ist der Mischwald, der ist doppelt gut, doppelt so gut wie ich. Und ich denke, das ist wichtig, also das ist für mich ein Schlüsselerlebnis gewesen. Das heißt, wenn man das ernst nimmt, dann ist der Ackerbau, den wir machen, eigentlich von gestern. Eigentlich müssen wir uns die Natur zum Vorbild wieder nehmen und zum Beispiel Waldgarten, Permakultursysteme in Uganda, die es heute noch gibt, zum Vorbild nehmen, wo man zeigen kann, dass solche Systeme Ertragspotenzial haben, das wesentlich höher ist wie jede nicht nur Mais-Monokultur. Heißt dann für mich in der Konsequenz, dass wir wegkommen müssen von diesen klassischen Ackerbausystemen, dass wir uns weiterentwickeln müssen, dass wir zum Beispiel eben auch, ich habe jetzt hier als Beispiel, uns Gedanken machen müssen, wie wir von unseren einjährigen Pflanzen ein Stück wegkommen. Und zwar ist es so, natürliche Pflanzensysteme haben ungefähr 80% mehrjährige Arten, 20% einjährige Arten. Und wenn man dann weiß, dass es tatsächlich inzwischen Züchtungsergebnisse gibt, aus den USA an Weizen, am jährigen Weizen, ihr kennt den Staudenrocken, man weiß, dass bei Mais, bei Reis, bei Sonnenblume, dass es Stauden gibt. Und wenn ihr euch dann nur die Wurzeln anschaut, ich hoffe, das sieht man halbwegs, ja, es geht, glaube ich, einigermaßen, dann wird deutlich, dass ich mit solchen Pflanzen durchaus auf der einen Seite Humus aufbauen könnte, und zwar im großen Stil, und auf der anderen Seite, stellt euch mal vor, ich baue so einen Weizen an, und der hat wirklich ein Ertragspotenzial von 10 Jahren, dann kann ich wirklich 10 Jahre ernten, dann komme ich vielleicht irgendwann wieder zum Garten Eden zurück. Das heißt, dass wir hier im Ackerbau uns Gedanken machen müssen, wie wir wegkommen von diesen einjährigen Arten hin zu mehrjährigen Arten, und dass wir tatsächlich dann auch zurückkommen müssen, zwar dringend zurückkommen müssen, aus meiner Sicht zum Fellfutterbau, um einfach über die Vielfalt, über eben entsprechend hohen Wurzeltrockenmasseerträge tatsächlich eben die Böden wieder aufzubauen, Humus in die Böden einzubringen. Das ist übrigens ein Bild von der Diplomarbeit meiner zweiten Tochter, die Michaela hat Landwirtschaft studiert und hat damals ihre Diplomarbeit gemacht zu verschiedenen Kleegasmischungen und ihren Wurzel- bzw. Sprossertrag. Und ihr seht hier, dass ein gutes Kleegas durchaus, und es muss nicht eine Mischung sein aus Ackerrot, Klee und Weidelgras, sondern diese Mischung, wie gesagt, mit sehr vielen verschiedenen Kräutern, dass die durchaus ganz beachtliche Erträge erzielen kann. Und dann auch mit, jetzt glaube ich, stehen Weg, oder? Entschuldigung, mit beachtliche Trockenmasseerträge, aber dass da tatsächlich auch entsprechend einfach Stickstoff ins System reinkommt. Und es sieht dann tatsächlich von unten so aus, dass wir eben ähnlich nach dem Vorbild vom Mischwald immer mit verschiedenen Pflanzenarten arbeiten müssen, mit Flachwurzeln, Mitteltief, Tiefwurzeln, dass der Boden richtig lebendig verbaut wird. Und an dieser Grafik, glaube ich, sieht man ganz gut, was es dann bedeutet. Es gibt alte Untersuchungen, Köhnlein und Vetter und so weiter, die zeigen, dass wenn wir Humus aufbauen wollen, dann geht es nur eigentlich mit Wurzelmasse. Die alten Untersuchungen, die zeigen immer wieder, dass alles, was oberirdisch an Sprossmasse übrig bleibt, an Stroh und so weiter, dass das geeignet ist, um einfach das Bodenleben zu ernähren. Aber um Humus aufzubauen, braucht man wirklich Wurzeln, Wurzeltrockenmasse im Boden. Und
Es gibt also Untersuchungen von Professor Rawi und andere, die zeigen, wenn ich einen Humusgehalt auf im gleichen Niveau halten will, dann brauche ich mindestens 40 Doppelzentner Wurzeltropfenmasse. 40 Doppelzentner Wurzeltropfenmasse. Und wenn man sich dann anschaut, dass der Getreide, Mais, ist übrigens auch bei den Körnerleguminosen und beim Raps nicht besser, die liegen alle bei 20 bis 30 Doppelzentner, dann reichen die Wurzeln hinten und vorne nicht aus, um Humus aufzubauen. Das Einzige, wir haben natürlich über die Zwischenfrüchte haben wir 10 Doppelzentner, das heißt, das können wir da drauflegen. Beim Getreide, dann sind wir bei 25 bei 35 Doppelzentner, dann reicht es immer noch nicht, um den Humusgehalt im Niveau zu halten. Und erst mit dem Feldfutter, mit der entsprechenden Wurzelmenge, schafft man tatsächlich Humus aufzubauen. Das ist für mich eine ganz wichtige Aussage, um deutlich zu machen, wenn wir wirklich die Böden aufbauen wollen, dann geht es wahrscheinlich, wie gesagt, nur über Feldfutter, über Kleegras, über Bodenruhe, um die Böden einfach über die Wurzelmasse mit Energie zu versorgen. 40 Doppelzentner, wer hat die berechnet? Das sind alte Fruchtfolgeuntersuchungen, mein Gott, von Kühnlein und Vetter, von Könige Fruchtfolgen. Das deckt sich ein Stück weit auch mit den neueren Humusuntersuchungen. Also das passt, glaube ich, ziemlich gut zusammen. Aber es reicht nicht, dass wir nur im Ackerbau viel Wurzelmasse in den Boden bringen. Ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht ist auch, dass wir uns die Tiere so ernähren, zum einen, dass es den Tieren gut geht, aber dass dann auch zum Schluss das, was hinten rauskommt in Form von Kot und Harn, dass das eine hohe Qualität hat. Und das heißt, wir müssen uns intensiv Gedanken machen, wie wir die Kühe wirklich, meines Ernst, vollwertig ernähren, nicht nur die Kühe, sondern natürlich auch unsere anderen Nutztiere. Und das heißt jetzt bei den Kühen, wir füttern die Kühe nach dem Reinheitsgebot von Renate Künast mit Gras, Heu und Wasser. Also kein Kraftfutter, keine Silage, sondern wie gesagt mit Gras, Heu und Wasser. Und haben damit zwar eine geringere Leistung, das ist durchaus so, aber wir haben dann natürlich eben eine hohe Tiergesundheit und zum Schluss eben dann eine Milch, oder dann natürlich eine Milchqualität, die gut ist, komme ich später drauf, aber dann vor allem eine Kotqualität, die so gut ist, dass ich tatsächlich mit meinem Rindermist einfach den Boden auch wieder aufbauen kann. Das heißt dann, dass die Kühe wirklich auch wählen können zwischen Stall und Weide, dass die Kälber bei der Mutter bleiben. Das geht sogar so weit, dass wir unsere Zuchtkälber die natürliche Zeugezeit bei der Mutter bzw. bei der Amme lassen. Das sagt natürlich der Betriebswirtschaftler, der hat sie nicht alle. Das ist viel zu teuer. Ich behaupte genau das Gegenteil. Durch das, dass die Kälber bei mir wirklich die natürliche Zeugezeit, also das heißt bis die Kuh zum Trockenstellen kommt, bei der Mutter bzw. bei der Amme bleiben, dann schaffe ich einfach Voraussetzungen, dass die richtig fit sind. Und ich als Vater von 4 Töchtern weiß durchaus, dass es sich lohnt, dass wir alles tun müssen, dass wir in die Jugendentwicklung unserer Kinder alles reinstecken. Und das haben wir, die Verantwortung haben wir genauso bei unseren Tieren. Und ich kann es auch ein Stück weit belegen, weil inzwischen bei uns das durchschnittliche Lebensalter unserer Kühe bei rund 8 Jahren liegt. Der durchschnittliche Lebensalter in Bayern ist bei 4,6 Jahre wahrscheinlich. Das heißt, das Geld, was ich da reingesteckt habe, das kriege ich hinten bei meinen Kühen in Form von Gesundheit und Lebensleistung wieder zurück. Und zu mir hat mein Tierarzt gesagt, wenn er lauter so Betriebe hätte wie mich, würde er verhungern. Hat er recht wahrscheinlich. Aber ich bin gerade in der Diskussion mit ihm. Wir haben einen jungen Tierarzt, beziehungsweise eine Tierärztin, die jetzt auch sogar die Professorin Wein-Stefan Ökolampa, Professorin der Tierhaltung, angenommen hat. Wir planen gerade im Betrieb eine neue Kooperation. Das heißt, wir werden das so machen, wie es die alten Chinesen gemacht haben. Das heißt also, der kriegt bei mir pro Jahr bestimmte Summe.
Und wenn, wenn eine Kuh krank ist, kriegt er nichts mehr. Und das ist, das hat einen, wirklich einen tollen Charme für uns beide. Aber wenn wir es gemeinsam schaffen, die Tiere gesund zu halten, dann muss er nicht da früh um drei kommen für die Geburt eines Kalbes oder Krankheit behandeln, sondern er kriegt zum Schluss Geld fürs Nichtstun. Und das ist doch klasse, für beide Seiten. Und ja, das werden wir auch demnächst umsetzen, also einfach nur um zu zeigen, dass wir hier wirklich einfach anders denken müssen. Ja, aber was natürlich genauso wichtig ist, wir müssen die Kühe dann wirklich vollwertig eben ernähren und heißt nicht nur Gras und Heu, sondern das Heu muss auch entsprechend zusammengesetzt sein. Und das heißt also, wir müssen wirklich zum Schluss ein Futter erzeugen, das eine vollwertige Ernährung der Kühe darstellt. Ich habe hier ein Bild von einer artenreichen Wiese und das hat mehrere Gründe. Zum einen wissen wir inzwischen, dass zum Beispiel der Spitzwegerich als grüne Futterpflanze den höchsten natürlichen Antibiotikagehalt hat. Also nur um deutlich zu machen, dass die Kräuter durchaus eine positive Wirkung haben können. Gleichzeitig ist es so, wenn hier so ein Grünlandbestand zum Blühen kommt, dass die Bienen diesen Bestand bestäuben. Zum einen bringen die mehr Honig, das ist das eine. Das andere ist aber, dass eben durch das Bienengift, durch die Kreuzhefen, die Biene Stoffe in das Grünland mit reinbringt. Das hilft, dass meine Kühe gesund bleiben. Das sind alte Erkenntnisse, vor allem bei der Kreuzhefe, dass wir hier einfach Synergien aus der Natur zum Schluss auch nutzen können. Mir ist aber auch wichtig, dass wir, weil ich bisher gar nichts über Technik gesagt habe, dass wir endlich auch Technik entwickeln, die dem Wesen der Natur gerecht wird. Und das, was wir derzeit in Grönland an Technik haben, ist wirklich eine Sauerei. Das heißt also, das Kreiselmähwerk schlägt das Gras ab, das ist einfach nur Vergewaltigung. Der Kreiselheuer zerstört zum Schluss das Gras, weil die ganzen Blätter weggeschlagen werden. Der Kreiselschwader macht es ähnlich. Das heißt, wir brauchen hier wirklich Technikentwicklung, die so ist, dass sie wirklich einfach respektvoll in dem Fall mit der alten Wiese umgeht und nicht alles einfach nur wegschlagen. Und da gibt es jetzt Ansätze wie zum Beispiel im Doppelmesser-Mähwerk hier mit Walzen aufbereitet, das ist schon ein altes Bild, da habe ich leider nichts Neueres. Und dann, wenn wir das geerntet haben, das heißt, da gibt es durchaus jetzt Gott sei Dank auch Entwicklungen. Es gibt bei unseren jungen Bioanbauern, der gleichzeitig eben Maschinenbauer ist, der entwickelt derzeit Doppelmesser-Mähwerke weiter, der entwickelt Schwartsysteme weiter. Wir planen tatsächlich eine Neuentwicklung von einem Mähwerk. Ich hoffe, dass wir hier über Forschungsantrag, dass wir Förderung kriegen, wo man es zum einen wirklich sehr schonend mähen kann, aber gleichzeitig auch natürlich schlagkräftig sein kann. Ja, und dann, wenn ich das Gras geerntet habe oder das Kleegras geerntet habe mit vielen Kräutern, dann muss ich natürlich möglichst schonend eben trocknen. Wir füttern also nur getrocknetes Heu. Wir haben die lose Heutrocknung vor 6 Jahren gebaut. So umgestellt auf Heu haben wir vor 22 Jahren. Bei uns ist leider vor 6 Jahren die Halle abgebrannt. Wir mussten es dann neu aufbauen und haben uns dann entschieden auf eine lose Heutrocknung. Vorher hatten wir ausschließlich Rumpballen getrocknet und haben durch meine Kontakte zur Wissenschaft habe ich in der Schweiz gesehen, dass es Versuche gab mit der Photovoltaikanlage als Indachanlage und saug unter den Modulen die warme Luft ab. Und die haben damals sehr interessante Ergebnisse gehabt und das war dann so interessant für mich, dass ich gesagt habe, jetzt probieren wir das. War ein bisschen Risiko, aber das ist wirklich einfach ein tolles Beispiel, wie man mit angepasster Technik Natur unterstützen kann, weil
durch diese Module habe ich einen thermischen Wirkungsgrad, der liegt bei 60%, beim Blechdach bei 50%, also ich habe gegenüber Blechdach noch mit 20% mehr, was ich an Wärme vom Dach runterholen kann, das ist das eine. Und das, durch das Kühlen der Module steigt der elektrische Wirkungsgrad dieser Photovoltaikanlage um rund 10%. Da gab es auch eine Bachelorarbeit, die wir laufen haben lassen, mit dem Ergebnis, dass in der Zeit, wo die Sonne scheint, habe ich so rund 500 kW Wärme, die ich vom Dach runterhole, zum Trocknen von meinem Heu. Und gleichzeitig kostet mich das kW Strom keinen Cent, weil ich über die höhere Leistung tatsächlich eben die Leistung vom Gebläse abgedeckt wird. Also ich denke, da gibt es ganz pfiffige, intelligente Lösungen, um mit Technik natürliche Systeme zu unterstützen. Weil uns schmeißt man immer wieder vor, dass wir im Biolandbau oder als Heumilchbetriebe, dass wir einen Haufen Energie praktisch verbrauchen. Und durch solche Systeme, das ich dann auch noch kombiniert habe mit einer Entfeuchtungsanlage und mit der Holzgasanlage, kann ich zeigen, dass ich locker auf Energieverbrauch komme, der geringer ist als der bei der Silagebereitung, wenn ich wirklich zum Schluss eine gesamte Energiebilanz mache. So sieht dann die Trocknung aus, diese klassische Trocknung, die aus Österreich, das ganze genau kommt aus Österreich, aus der Schweiz. Diese Kastentrocknung von unten wird belüftet, genau. Aber es ist genauso wichtig, dass wir uns nochmal Gedanken machen, wo kommt die Kuh her? Die Kuh ist ein Wald- und Steppentier. Das heißt also, eigentlich braucht die nicht nur ein Weidelgras und ein Ackerrotgras, wie es heute gemacht wird, oder den blöden Mais, sondern sie braucht auch Laubfutter. Und das heißt also, wir haben um die Weide wirklich Hecken angelegt, wo die Kühe dann wirklich selber an die Hecke rangehen können, haben unter anderem zum Beispiel eine Weide angepflanzt mit der Salicinsäure, hat die Möglichkeit bei der Weide, wenn sie mal Kopfschmerzen hat, dass sie sich über die Weideblätter dann ihre Kopfschmerztablette selber holt. Ich meine das ernst, dass wir tatsächlich hier einfach Voraussetzungen schaffen, dass die Tiere dann sich selber auch versorgen können. Beziehungsweise, ich könnte mir auch vorstellen, nachdem ich angefangen habe, mit Agroforst, dass man solche Heckenstreifen entsprechend vielfältig macht und dann jedes Jahr an der Hecke einfach den Zuwachs wieder runterschneidet, senkrecht. Und das, wenn ich bei der Heuernte bin, das Ganze dann einfach gleich dann mit Ernte, dann kann ich in mein Heu gleichzeitig noch Laubheu mit reinnehmen. Und Untersuchungen, vor allem vom Gerry Rahmann in Trenthorst, zeigen, dass die Qualität bzw. der Eiweiß- und der Energiegehalt von einem Laubheu nicht schlechter ist wie von einem Kleegras oder von einem Heu. Also das heißt, das lohnt sich auch für uns und ist nicht nur Arbeit. Außerdem, wenn ich dann senkrecht dann die Äste ein bisschen zuschneide, dann werden ganz einfach die Spiegel vom Klepper nicht verbogen, was ja für viele ein Grund ist, warum die keine Hecken bauen. Wir haben letztes Jahr angefangen mit der Hühnerhaltung, weil das einfach zum Betrieb sehr gut dazu passt, mit der Direktvermarktung, weil die Tochter braucht in der Woche 300 Eier in der Küche oder mehr sogar zum Teil, und wollten da aber auch einen Weg gehen, der den Hühnern wirklich gerecht wird. Das ist jetzt ein Aufzugstall für unsere, das sind Presshühner, das kennen die meisten, glaube ich, da was ich nicht so viel dazu sagen. Zwei Nutzungshuhn, und wir haben dann zwei Ställe gebaut, zwei ziemlich große Ställe. Große, das heißt, also für 250 Hühner ist es wirklich groß. Laut Bio-Richtlinie dürfte ich hier rund nicht 250 Hühner halten, sondern 700 Hühner halten, oder 750, also das ist dreimal so viel. Und uns war wichtig, dass wir wirklich viel Platz für die Tiere haben, dass wir einfach dem Wesen der Tiere gerecht werden. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir beginnen mit zwei Rassen. Das eine war eben die Press und das zweite ist New Hampshire, die über einen Biolandbetrieb jetzt in einer Kooperation mit Demeter in einem Züchtungsprojekt bearbeitet werden. Und wir sind dabei, die zu kreuzen. Das heißt, dass New Hampshire mal Press oder Le Bleu werden gerade gekreuzt, haben wir die ersten Aufwuchs schon am Hof. Und
Wir füttern unsere Hühner ganz bewusst eben nicht mit einem Silo, mit Biofutter, so wie man es jetzt einfach standardmäßig macht, sondern wir haben uns ja intensiv Gedanken gemacht, was zum einen, was haben wir am Hof und zum anderen, was ist wirklich einfach eine Ernährung der Hühner, die ihren Wesen entspricht. Und der Huhn frisst halt mal kein getrocknetes Getreide in der Natur, sondern eigentlich nur feuchtes, angekeimte Samen und natürlich Würmer, ist klar. Und das heißt, wir, hier sitzt meine Frau auf den Bildern, wir füttern den Hühnern eine Mischung aus Weizen, Gerste, Erbsen, Leindotter. Wir werden das auch noch erweitern, wahrscheinlich mit Linsen und so weiter, also mit verschiedenen anderen Pflanzen oder Samen. Und das wird alles vorgekeimt. 3 Tage vorgekeimt, weil durch das Vorkeimen ist es dann zum Schluss so, wie es eigentlich dem Wesen der Hühner entspricht, von der Futteraufnahme. Und durch das Vorkeimen werden eine ganze Reihe von, durch den enzymatischen Prozess, eine ganze Reihe von Spurenährstoffen, von auch Phosphor, von Vitaminen, auch die Eiweißverdaulichkeit wird verbessert. Und damit habe ich Voraussetzungen, dass ich mit meinem Futter vom Hof in Verbindung hier mit der Magermilch, die aus der Käserei anfällt, und natürlich mit der Haltung auf der Weide bzw. im Agroforst die Voraussetzung, dass wir einfach gesunde Tiere haben können. Aber es ist natürlich, muss ich auch deutlich machen, ein Wahnsinn, dass unter Petit, also wenn ich heute ein fertiges, legereifes Biohuhn kaufe und Ökobedingungen aufgezogen, dann ist es 12-mal geimpft. Nicht, weil der das unbedingt machen will, sondern weil die Vorschriften derzeit so sind. Und ich mache das nicht, sehe ich nicht ein. Aber es ist gar nicht so einfach. Also man muss dann wirklich, wir sind gerade dabei, tatsächlich in einem Projekt einfach zu zeigen, dass es so nicht weitergehen kann, dass wir die Hühner nicht dann 12 Mal impfen müssen, bis die halbes Jahr alt sind, bis die mal zum Legen kommen. Aber das ist Standard, das ist nicht, weil der Bierlamper das will, sondern weil das die gesetzlichen Vorgaben sind. Und, muss man vielleicht auch deutlich machen, weil es auch oft unter Bierbedingungen ein Stück weit sogar notwendig ist, weil wir eben auch zu viele Hühner drin haben. Also in unserem Stall könnte man, wie gesagt, wir haben 250 bis 300 Hühner drin, unter Bierbedingungen könnte ich 750 rein tun, unter Konditionsbedingungen 2000. Was das jetzt vor, um was es geht. Und dass wir bisher nicht den Mut haben, dass wir Systeme entwickeln, die tatsächlich dem Wesen der Tiere gerecht werden. Ich war halt so verrückt und habe das jetzt gemacht, weil ich auch eine sehr gute Direktvermarktung habe. Wir haben auch natürlich dann den Stallbau kombiniert mit Genussrechten über unsere Direktvermarktung, um einfach unsere Mitmenschen mitzunehmen, um zu zeigen, dass wir einen anderen Weg gehen wollen, und das wird auch problemlos mitgetragen. Das heißt also, wir haben einen sehr guten Absatz unserer Eier, sodass wir einfach auch die höheren Kosten, die wir natürlich haben durch den Bau, eben auch über die höheren Erlöse bei den Eiern bzw. beim Mastgockel dann erlösen können. Und unser Mastgockel kostet bei uns das Kilo 20 Euro. 20 Euro. Und das heißt, so ein Presshahn wiegt 2,5 Kilo, dann wisst ihr, dass so ein Gockel 50 Euro kostet. Ich bringe jetzt so viel her, wie ich brauche. Ehrlich. Aber nur dann, wenn ich wirklich ehrlich mit meinen Mitmenschen umgehe und sage, ich laufe da ein halbes Jahr hin zu den Gockel und der wird 2-mal am Tag gefüttert. Das ist für mich ein Haufen Arbeit, dass wir dann mit dem vorgekeimten Getreide, das vor Hand vorgekeimt wird, das heißt nicht automatisch, und damit habe ich natürlich einen höheren Aufwand und bringt zum Schluss aber auch eine Qualität zusammen, auch eine geschmackliche Qualität, natürlich auch eine gesundheitliche Qualität, die einfach so viel besser ist, dass es wirklich die 20 Euro wert ist. Fertig. Ja, jetzt komme ich tatsächlich der Bodenfruchtbarkeit. Also tatsächlich, weil das für mich zum Schluss der Schlüssel ist, um zum Schluss gesunde Tiere bzw. auch gesunde Menschen zu haben. Ich möchte gerne einsteigen mit den 3 Säulen der Bodenfruchtbarkeit. Wer sich mit Wissenschaft ein bisschen auseinandersetzt, erkennt eben die 3 Säulen, die Bodenphysik, die Chemie und die Biologie. Und möchte einsteigen mit der Bodenphysik. Und da ist mir ganz ein wichtiges Anliegen, deutlich zu machen, dass wir derzeit mit unserer Technik ein Verbrechen begehen, das unbeschreiblich ist.
weil wir mit Achslasten oder mit Maschinen Acker fahren, die alles kaputt machen, die alles verdichten. Und ich kenne eine Reihe von Bodenwissenschaftlern, die sagen eigentlich so, zumindest für unseren Standort, dass wir, und unser Standort ist nicht viel anders wie andere, dass wir mit den Achslasten massiv runter müssen. Das heißt also, dass der größte Schlepper maximal 100 PS sein sollte, das größte Gullifass dann so plus bei 6 Kubikmeter mit einer sehr guten Bereifung, weil nur dann schaffe ich eben die 0,8 bar Luftdruck. Das heißt, dass wir hier Technik entwickeln müssen, die wirklich dem Wesen des Bodens gerecht wird. Nicht umgekehrt, nur weil wir meinen, wir müssen schlagkräftig arbeiten, dass wir hier Technik entwickeln, die alles, wirklich alles zerstören. Und Professor Horn, das ist der Präsident der internationalen Bodenforscher, der hat einen Versuch mal deutlich gemacht, wenn ich unter Bodenverdichtungen in 80 cm bis 1,20 m so weit gehen die Verdichtungen runter, halbwegs wieder reparieren will, dann muss ich 6 Jahre Luzerne anbauen. Und jeder Ackerbaubetrieb weiß, die Luzerne kann ich eigentlich nicht gebrauchen. Nur weil ich auf der einen Seite meine, ich muss da möglichst schlagkräftig mein Getreide oder meine Ernte wegbringen, verdichte ich die Böden so, dass ich den Fluss 6 Jahre brauche, um mit der Luzerne halbwegs diese Verdichtungen wieder zu reparieren. Das heißt also, wir müssen runter mit diesen schweren Maschinen, als erste Konsequenz leichte Maschinen, die einfach die Böden nicht mehr verdichten. Das Zweite ist aber, wir müssen, das ist mindestens genauso wichtig, unsere Böden, ähnlich wie es im Mischwald oder in der guten alten Wiese ist, die Böden wieder mit verschiedenen Wurzeln, mit Flachwurzeln, mitteltief, einfach lebendig verbauen. Das kann man sich so vorstellen, wie eben vielleicht ein Holzhaus in Holzständerbauweise, da sind ganz einfach die Holzständer, das Gerüst, um einfach den Raum für die Bodentiere, aber auch für die Pflanzen, für die Pflanzenwurzeln so zu halten, dass sie sich wohlfühlen. Ich grabe regelmäßig eben Bodenprofile, um wirklich zu sehen, ob das auch stimmt. Das heißt also, ihr seht hier zum Beispiel eine Luzernewurzel, die dann senkrecht runtergeht und dann auch durchaus, ich glaube dann wirklich runter bis 2 Meter Tiefe, bis halt der Kies kommt, um zu sehen, wie die Pflanzen wurzeln, um mir ein Bild zu machen, wie ich im Boden praktisch über die Wurzeln aufbauen kann. Ganz wichtig ist natürlich auch in der Bodenphysik, sind die Regenwürmer, vor allem die tiefgraben Regenwürmerarten, weil die ganz einfach senkrechte Röhren nach unten treiben, um dann über die Röhren wirklich Luft und Sauerstoff in den Boden zu bringen und natürlich zum Teil auch als Röhre, um für Pflanzen, die durch einen verdichteten Boden nicht durchkommen, über den Umweg über die Röhre nach unten zu kommen. Gleichzeitig sind die Regenwürmerröhren natürlich sehr gut mit Nährstoffe ausgekleidet, wo die Pflanzen sich dann durchaus auch damit versorgen können. Das heißt, ich setze es dann so in Betrieb um, dass ich eben seit 84 fluglos arbeite, seit 94 Minimalbodenbearbeitung mache. Aber Minimalbodenbearbeitung geht nur deshalb, wirklich nur deshalb, weil ich 40% Kleegas in der Fruchtfolge habe, weil wir die Maschinen, alle schweren Maschinen aus dem Betrieb verbannt haben. Ich habe keine Maschine mehr, die schwerer ist wie eben die 5 Tonnen Achslast, sogar deutlich weniger. Also leichte Maschinen, die den Boden nicht verdichten. Und weil wir inzwischen natürlich 400 Regenwürmer pro Quadratmeter haben, das heißt also, ich spanne tatsächlich meine Luzerne bzw. meine Regenwürmer vom Flug. Das heißt nicht, dass ich grundsätzlich eine Diskussion will, Flug oder nicht Flug, ich halte die ganze Diskussion für einen Blödsinn, sondern dass wir Bedingungen schaffen müssen, dass sich eben das Bodenleben einfach richtig wohlfühlt. Und wenn ich die Bedingungen schaffe, wie gesagt, 40% Rehgras, leichte Maschinen, hoher Regenwurmbesatz, dann soll mir jemand vernünftig erklären, warum ich Bodenrückgang wirklich durchführen muss. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass ich konsequent gegen die Bodenlockerung bin, sondern wenn eben das Bodenvolumen stimmt, also Drittel fein, Drittel mittel, Drittel grobhorn, dann gibt es zunächst einfach keinen Grund, am Boden aufzulockern. Jetzt komme ich zur Bodenchemie. Das ist ein Thema, das wir leider Gottes verschlafen haben. Professor Albrecht, du hast es gestern auch schon deutlich oder angesprochen, Professor Albrecht, Amerikaner, der hat uns eigentlich sehr früh schon eigentlich deutlich gemacht, dass wir im Biolandbau eine hohe Verantwortung haben, die chemischen Elemente ins Gleichgewicht zu bringen.
Und so, zwar hat Professor Albrecht eigentlich im Prinzip Folgendes gemacht. Er hat Pflanzen, Tiere und zum Schluss Menschenarche genommen und hat geschaut, hat die analysiert und hat festgestellt, dass sowohl bei der Pflanzen- wie bei der Tier- als auch bei der Menschenarche die Mineralstoffe im Gleichgewicht, also in einem natürlichen Gleichgewicht sind. Dann hat er sich Böden angeschaut und hat festgestellt, die Böden schauen nicht immer so aus. Und hat dann aufgrund dieser Erkenntnisse festgestellt, wenn die Böden, wenn die Bodenchemie nicht im Gleichgewicht ist, dass dann natürlich die Pflanzen praktisch nicht gleichmäßig mit diesen mineral- und vor allem Spurenstoffen versorgt werden und das mit der Hauptgrund ist für die Zunahme von Allergie, Infektionskrankheiten bis hin zu Alzheimer, Parkinson, Krebs. Aussage in den 50er Jahren. Das heißt, dass wir als Bierbahn alles tun müssen, dass wir eben die Bodenchemie wieder ins Gleichgewicht bringen. Hans-Peter Rusch hat damals Kontakt mit Albrecht gehabt und Hans-Peter Rusch hat damals eben von den Bierbauern gefordert, wir sollen Steinmehl verwenden und Stadtkomposte. Mehr haben die natürlich damals nicht gewusst, die hatten keine so gute Bodenuntersuchung, wie es jetzt über Kinzi oder Unterfrauner gibt. Kinzi ist ja Nachfolger von Professor Albrecht. Das heißt also, wenn wir wirklich verantwortlich gute Lebensmittel erzeugen wollen, müssen wir wirklich auch die Bodenchemie ins Gleichgewicht bringen. Und vielleicht ein Beispiel, um deutlich zu machen, dass es auch bei den Tieren eine ganz wichtige Bedeutung hat. Man hat in den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre festgestellt, zwar europaweit, dass in Gegenden mit niedrigen Kupfergehalten die Magen-Darm-Seuche bei den Kühen zu 85% aufgetreten ist, in Gebieten mit hohen Kupfergehalten zu 15%. Da hat das Element Kupfer das Immunsystem der Pflanzen und dann zum Schluss der Kühe so weit gestärkt, dass die keine Magen-Darm-Seuche mehr bekommen haben. Dann ist es mal weiter bis zu uns Menschen. Also wir müssen da dringend einfach aufpassen, dass wir, wie gesagt, die Bodenchemie ins Gleichgewicht bringen. Heißt aber für mich nicht, dass wir sofort wieder alles nur über einen Düngersack machen müssen, sondern die Natur ist ziemlich intelligent. Natürlich, wenn wir einen Mangel haben, sollte man den Mut haben, den auch wirklich mal auszugleichen. Aber wir haben über die Bodenbiologie unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, den Vorrat im Bodenpool, das heißt also, was im durchwurzelbaren Bodenraum an Nährstoffen zur Verfügung steht, dass wir den einfach ein Stück weit auch anzapfen. Der Jürgen Hess ist der Chef von der Uni Witzenhausen, der hat in dem Vortrag mal erzählt, dass im durchwurzelbaren Bodenraum das 4- bis 10-fache an Phosphorvorräte ist, wie das, was in den Lagerstätten lagert. Das heißt also, wir können ohne großen schlechten Wissen durchaus aus diesem Bodenpool Nährstoffe anzapfen. Allerdings müssen wir natürlich dringend möglichst schnell so weit kommen, dass die Gesellschaft insgesamt uns Nährstoffe wieder zurückbringt. Das heißt, also irgendwann möglichst bald muss der Gleichschau wieder zurück. Bloß so wie er derzeit ausschaut, möchte ich den meinen Regenwürmern nicht zumuten. Das heißt, es muss sich nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die ganze Gesellschaft mitnehmen. Und es können zum Beispiel die Bodentiere stellvertretend natürlich auch wieder unter anderem der Regenwurm, der kann aus dem Unterboden Nährstoffe aufnehmen, die nicht pflanzenverfügbar sind und das, was hinten beim Verdauungstrakt rauskommt, als Regenwurmkot, ist zwischen 2- und 11-mal besser pflanzenverfügbar, wie das, was er gefressen hat. Oder eben die Lithobionten, die in der Lage sind, Mineralsubstanz abzubauen, um Pflanzen verfügbar zu machen. Oder eben natürlich die Mykorrhizapilze, die in der Lage sind, Rohphosphat den Pflanzen zur Verfügung zu stellen. Also wir haben hier über die Bodentiere sehr, sehr gute Möglichkeiten, einfach die Nährstoffversorgung unserer Pflanzen zu verbessern, aber auch, und das wird auch völlig unterschätzt, über entsprechende verschiedene Pflanzenarten, vor allem über verschiedene Kräuter, über Zwischenfruchtpflanzen, wo die Pflanzen über die Wurzelsäulen aus dem Unterboden Nährstoffe lösen, also Mineral- und Spurenährstoffe lösen und für die anderen Pflanzen wieder zur Verfügung stellen. Aber wir haben auch noch die Möglichkeit über Hecken, wo eben Bäume, Sträucher wesentlich tiefer wurzeln, Nährstoffe aus dem Unterboden zu mobilisieren und dann über die Blätter in die Fläche abzugeben oder dann, wenn die Hecke geerntet wird, zum Schluss
über die Hackschätzel, über die Kohle, über die Asche Nährstoffe auf die Oberfläche zu bringen, wo sonst unsere klassischen Aquakulturen sonst nicht hinkommen würden. Ja, ich setze es so um, dass wir eben sehr lang schon eben Basaltmehl einstreuen, dass wir natürlich den Mist intensiv kompostieren, dann ganz wichtig eben saubere, gute Bodenuntersuchung, um zu sehen, wie es wirklich ausschaut. Und 2008 machen wir Agroforst, um hier nochmal einen Schritt weiterzukommen. Jetzt komme ich zur Bodenbiologie, das ein Stück weit ja mein Steckenpferd ist. Da möchte ich mit einem Bild anfangen von Hans-Peter Rusch, das für mich einfach nach wie vor einfach der Schlüssel ist, um zu zeigen, dass wir durchaus miteinander verwandt sind. Und zwar hat Hans-Peter Rusch festgestellt, dass in der Rotteschicht die gleiche Mikrobiologie ist wie im menschlichen Drachenraum und dass in der Humusschicht die gleiche Mikrobiologie ist wie im menschlichen Darm. Das heißt also, wir als Menschen sind durchaus direkt mit dem Boden verwandt. Und jetzt stellt euch mal vor, wir machen den Boden kaputt, was dann mit uns passiert. Und interessant ist auch, dass man anhand von moderneren oder von neueren Untersuchungen belegen kann, oder von ja, molekularbiologischen Untersuchungen, dass wenn hier jetzt ein Weizen stehen würde und es kommt jetzt ein Mehltaupilz, dass die Pflanze, die Weizenpflanze, über die Leitungsbahnen Signale in den Boden sendet und dann die Bodenbiologie zum Beispiel ein bestimmtes Enzym für die Pflanze herstellt, die Weizenpflanze dieses Enzym aufnimmt, sein Immunsystem so weit stärkt, dass der Mehltaupilz keine Chance mehr hat. Das heißt also, dass tatsächlich eben die Pflanze und der Boden in einem Organismus in einem ständigen Austausch sind. Diese Erkenntnisse hat sich die Gabi Berg, die leitet den Lehrstuhl für Molekularbiologie an der TU in Graz, praktisch zunutze gemacht und hat inzwischen, meines Wissens, ich bin jetzt schon länger in Kontakt mit ihr, 3 Pflanzenstärkungsmittel hergestellt. Das heißt also, die hat geschaut, was da unten für Enzym gebildet wird, hat das isoliert, vermehrt und damit Pflanzenstärkungsmittel im Gemüsebau hergestellt. Sie sagt aber sehr deutlich, wenn wir die Böden wieder in Ordnung bringen, dann brauchen wir diesen Umweg nicht. Ja, dann geht es auch so. Aber was ich damit deutlich machen wollte, dass wir hier tatsächlich auch Möglichkeiten hätten, eben über diese Erkenntnisse insgesamt die Pflanzenstärkung zu verbessern. Gleichzeitig, und das ist das Spannende dabei, ist es so, dass die Pflanze eben nicht, oder der Boden nicht nur der Diener der Pflanze ist, sondern umgekehrt ist es genauso, dass die Pflanze, da gibt es unterschiedliche Aussagen, nur 10 bis 30% der Energie, die über die Photosynthese aufnimmt, für sich selber braucht, um Spross und Wurzel zu bilden. Wenn ich jetzt von 10% ausgehe, heißt es, 90% der Energie wandert in den Boden in Form von Zucker, von Schleimstoffe, von Kohlenhydrate und ernährt damit das Bodenleben. Und das heißt, hier werden Mengen an Energie transformiert, die sind unbeschreiblich. Und ich habe ja vorhin das Bild gehabt mit dem Blähgras mit 16 Tonnen Spross und 8 Tonnen Wurzeltrockenmasse pro Hektar und Jahr. Das heißt also, das Blähgras hat pro Hektar und Jahr 24 Tonnen Wurzel, also Spross- und Wurzeltrockenmasse gebildet. Und wenn die 90% stimmen, das ist jetzt einfacher zum Rechnen, das ging auch, aber dann liefert die Pflanze in den Boden pro Hektar und Jahr 240 Tonnen an Energieverbindungen, um das Bodenleben zu ernähren. Das sind riesige Mengen. Und auch nur deshalb ist es auch erklärbar, warum ein lebendiger Boden überhaupt überleben kann. Das sage ich dann später vielleicht ein bisschen mehr dazu. Ja, komme ich gleich dazu. Ich habe selber im Betrieb 400 Regenwürmer pro Quadratmeter im Schnitt. Die 400 Regenwürmer wiegen bei mir rund 400 Gramm pro Quadratmeter. Das sind 4 Tonnen Regenwürmer-Biomasse. Und die Regenwürmer-Biomasse ist so im Schnitt immer 20% der Gesamtbiomasse. Das heißt, wir haben 4x5 20 Tonnen Gesamtbiomasse pro Hektar. Das sind 40 GV. Und damit lässt sich auch erklären,
warum die Pflanze tatsächlich über die Leitungsbahnen, über die Wurzeln Energie in den Boden bringen muss, und zwar in großen Mengen, sonst könnte man eben das Bodenleben nie und nimmer ernähren. Und jetzt zum Regenwurm, den ich natürlich gerne hernehme als Indikator für die natürliche Bodenfruchtbarkeit. In lebendige Böden sind bis zu 600 Regenwürmer. Inzwischen wissen wir aus Mulchsystemen im Gartenbau, dass es noch deutlich mehr Regenwürmer geben kann. Aber mir geht es nicht in erster Linie um die Regenwürmer. Aber mir kann zeigen, dass diese 600 Regenwürmer erzeugen pro Hektar und Jahr 80 Tonnen Regenwurmkot. Gibt es mehrere Untersuchungen darüber. Und in diesen 80 Tonnen Regenwurmkot sind 280 Kilogramm Stickstoff. Das Doppelte, was derzeit in der modernen Landwirtschaft gedüngt wird. Und dann stellt sich für mich nicht die Frage mehr, ob wir es Bauern die Welt ernähren können oder es Bierbauern die Welt ernähren können, sondern eigentlich nur die Frage, schaffen wir es wirklich, die Bodenfruchtbarkeit wiederherzustellen. Aber es geht nicht nur um die Nährstoffe, sondern mir geht es sehr stark auch darum, dass man damit zeigen kann, dass wir durch solche Böden einfach unwahrscheinlich hohes Wasseraufnahmekapazität haben, und wir haben pro Quadratmeter 150 Liter Wasser und Quadratmeter versickert. Das heißt, das Hochwasser, das im Simbach am Inn, neuere Zahlen sprechen inzwischen von 3 Milliarden Euro Schaden, das das verursacht hat, dass dieses Hochwasser so nie zustande gekommen wäre. Wenn die Böden in Ordnung wären, also wenn die Ackerböden in Ordnung wären, das gleiche ist es übrigens im Grünland, durch die Bodenverdichtung, durch die, ich sage jetzt mal, Weidelgras-Monokultur im Grünland haben wir inzwischen auch einen massiven Rückgang der Wasserinfiltration, und gleichzeitig haben wir im Mischwald eine Verzehnfachung der Wasserinfiltration gegenüber Fichtenmonokultur. Also in der Fichtenmonokultur nehmen wir die Böden 10 Liter Wasser auf, im Mischwald 110 Liter. Das heißt also, wenn wir insgesamt die Welt umbauen würden, das Grünland wieder vielfältig machen würden und die Ackerböden wieder lebendig machen würden, gäbe es kein Hochwasser, zumindest in dieser Form nicht mehr. Das heißt in der Konsequenz, wir müssen wirklich die Böden das ganze Jahr bedecken, um über die Photosynthese einfach Energie in den Boden zu bringen, damit der Boden geschützt wird. Ich versuche das eben so umzusetzen, habe ich das meiste auch schon erzählt, dass wir, ja, sage ich gar nicht mehr dazu, sonst schaffe ich es nämlich nicht ganz. Mir ist wichtig, dass wir uns einfach ständig weiterdenken, weiterentwickeln. Ich lerne sehr viel wirklich, gerade vor solchen Tagungen, darum bin ich auch wirklich gerne gekommen, nicht nur wegen Burkhardt, sondern weil es einfach, weil es für mich unwahrscheinlich bereichernd ist, die ganzen Kontakte, die ich nur knüpfen kann, wo ich wirklich immer wieder mit dazulerne. Und ganz wichtig ist für mich auch, dass wir wesentlich mehr in der Persönlichkeitsbildung machen müssen. Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass, wenn ich wirklich erfolgreicher Betriebsleiter werden will, dass die Persönlichkeitsbildung wesentlich wichtiger ist wie die fachliche Bildung. Heißt ganz praktisch, ich muss Menschen begeistern für ein Thema, dann muss ich die nicht perfekt ausbilden, sondern holt er sich das Wissen wirklich selber. Das ist die ganze einfache 80-20-Regel. Ich möchte ein paar Worte sagen zur Bodenbearbeitung. Ich, wie gesagt, arbeite sehr lange schon pfluglos. Arbeite derzeit eben mit der Kreiselgruppe, mit angeschweißten, gezackten Messern, die wir den Boden ganz flach abschälen und dann anschließend anschließend hinten über angetriebene Walze das ganze Material möglichst gut enterden, damit dann das Gehgas möglichst schnell vertrocknen kann. Es gibt auch weitere Entwicklungen, wie eben den Geohobel aus Österreich, der ähnlich arbeitet, ganz flach abschneidet, sehr gut zerkleinert. Das ist ein interessanter Ansatz, ich denke, da sollte man weiterdenken. Oder eben, ich muss vielleicht nochmal zurückgehen, inzwischen gibt es Dietmar Neser, glaube ich, sagt dann auch noch was dazu zur Fräse, eine weiterentwickelnde Fräse, wo man ganz flach abschälen kann. Ist ähnlich gute, also interessante Entwicklung. Und jetzt möchte ich aber noch ganz kurz zum Agroforst kommen und auch hier eben nicht nur mit Pflanzen, sondern kombiniert eben mit Tieren, mit Schweinen, mit Hühnern, um einfach über Landschaftsvernetzung
einfach die Landschaft wieder schöner zu machen. Das ist also wirklich ein ganz wichtiger Grund für mich, damit ich mich zu Hause auch wieder wohlfühle. Aber gleichzeitig wissen wir aus der Agroforstforschung, bei mir läuft auch ein Forschungsvorhaben, das jetzt auch gerade abgeschlossen wird, dass eben durch diese Landschaftsvernetzung insgesamt die Voraussetzungen für das Pflanzenwachstum besser werden, weil eben durch diese Hecken der Wind gebremst wird, die Wasserverdunstung reduziert wird, bodennah ist, die jetzt länger auf der Fläche bleibt. Dass eben dann zum Schluss Singvögel wieder Nistwirklichkeiten haben, das hat jetzt, man meint, nichts mit Agroforst zu tun, aber die Indianer haben uns vorgemacht, dass wenn Singvögel singen, die singen in der Frequenz, dass die Pflanzen veranlasst, die Spaltöffnung der Blätter weiter zu öffnen, dann nehmen die mehr Nährstoffe auf der Luft auf. Das heißt also, wenn ich eine Hecke habe und habe Singvögel, dann wächst mir Weizen besser. Das meine ich wirklich ernst. Gibt es inzwischen auch Beschallungsversuche in den USA. Oder eben, dass eben die Luft sich wirklich verbessert, weil die verschiedenen Pflanzenarten Alkaloide ausscheiden, die so gesundheitsfördernd sind, dass man früher Menschen mit Lungentuberkulose Mischwälder geschickt hat, um mit das Einatmen in der Luft TBC zu heilen. Ich möchte einfach damit deutlich machen, dass wir, wenn wir hier wieder Gleichgewichte Richtung Waldgartensystemen herstellen, dass zum Schluss auch unsere Luft so weit verbessert wird, dass die für uns gesund ist, für die Tiere, für die Pflanzen. Ich arbeite seit 2009 mit einer Holzvergasungsanlage, wo ich Strom und Wärme erzeuge. Und da bleibt natürlich dann das Rest Holzkohle übrig. Ihr kennt die ganze Diskussion über Terra Preta. Mir wird die zu hoch gefahren. Für mich ist die Holzkohle ein wichtiger Baustein. Ein wichtiger Baustein, um den Betriebsorganismus weiterzuentwickeln, aber nicht das Wundermittel, um die Welt zu retten. Aber es ist auf alle Fälle ein wichtiger Baustein, weil über die große Oberfläche einfach Nährstoffverluste im Betriebskreislauf vom Stall bis zum Acker bis hin zur CO2-Bildung und dann Humusaufbau verringert werden können. Das heißt für mich in der Konsequenz, wir müssen nach den Vorgaben von Hans-Peter Rusch nur ein fruchtbarer Boden erzeugt gesunde Pflanzen, gesunde Tiere, zum Schluss auch gesunde Menschen uns entwickeln. Und möchte noch zum Schluss ein Beispiel aufzeigen, wie das, was das für Auswirkungen haben kann. Wenn ich die Kuh vollwertig ernähre, heißt das in der Konsequenz, die wird logischerweise älter. Es gibt Untersuchungen an der BOKU in Wien, wenn wir das Lebensalter der Milchviehherde um ein Jahr verlängern, dann verringert sich der Methanausstoß um 20%. Das zweite ist, wenn ich die Kuh mit einem vollwertigen Heu ernähre, mit verschiedenen Kräuter, Leguminosen, hat die einen hohen Tanningehalt. Diese Tannine verringert die Methangasbildung im Pansen um bis zu 50%. Das heißt also von wegen, dass die Kuh ein Klimakiller ist. Anita Edel ist ja da, kann ich nur unterstreichen. Ist ein völliger Blödsinn. Was heißt, das stimmt nicht ganz, so wie man sie jetzt füttert, ist sie natürlich ein Klimakiller. Aber es geht noch weiter. Wenn ich dann die Milch untersuche, dann stelle ich fest, die hat einen Omega-3-Fettsäuregehalt bei uns von inzwischen 2,12%. Moderne Milch hat 0,4%. Professor Jahres hat mir hochgerechnet, wenn wir alle Milch so erzeugen würden, dann würden sich die Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland signifikant senken lassen. Das heißt also, und die Lebensmittel haben tatsächlich Auswirkungen auf die Volksgesundheit. Aber es geht nochmal weiter, wenn ich mich dann mit diesen ungesättigten Fettsäuren vernünftig, also ausgewogen ernähre, dann verändert sich das Temperaturempfinden von uns Menschen. Das heißt, ich kann im Winter, und das ist kein Witz, die Heizung um 2 Grad zurückdrehen. Das sind 15% weniger Heizenergie. So viel zur Kuh als Klimakiller. Im Ackerbau gibt es neue Erkenntnisse, aber so neu sind die eigentlich gar nicht mehr, dass wenn Pflanzen im natürlichen Umfeld Waldgartensystemen wachsen, dass der Salvestrolgehalt dramatisch zunimmt. Diese Salvestrole sind ein hochwirksamer natürlicher Schutz vor Krebserkrankungen des Menschen. Deshalb fordern, führen die Mediziner weltweit einen Paradigmenwechsel in der Landwirtschaft. Und zum Abschluss möchte ich wirklich deutlich machen, das kann man aus der ganzen Agrargeschichte, aus der Menschheitsgeschichte beweisen, dass wenn wir es schaffen, die Böden wieder fruchtbar zu machen, dass sich nicht nur die körperliche Gesundheit verbessert, sondern auch die geistige Gesundheit und dass so Verrückte wie
wie Trump es tatsächlich nicht mehr geben wird. Das ist doch mal ein Ansatz. Das heißt, dass wir wirklich eine sehr, sehr hohe Verantwortung als Menschen, als Bauern, als Gärtner, als Waldbauern haben, die Fruchtbarkeit unserer Böden wiederherzustellen. Und dann haben wir als Mensch auch wieder eine gute Zukunft. Danke. Ja, vielen Dank, Sepp, für den einführenden Vortrag und die breite Bandbreite, von der du erzählt hast, anhand deines eigenen Betriebes, den Blick darüber hinaus, den Blick von außen hinein, sehr schön, glaube ich. Wir haben jetzt Zeit für Fragen. Und ja. Passt, klar. Dann würde ich. Ich hoffe, ich sehe alle Leute sozusagen. Es braucht immer ein bisschen. Martin, du hattest dich gemeldet. Sepp, du hast erwähnt diese Hochwasserkatastrophe in Simbach am Inn. Und ich habe mich da letztes Jahr auch sehr intensiv damit beschäftigt. Und ihr kennt alle diesen Professor Harald Lesch vom ZDF. Der war im Herbst in München auf einem Symposium des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums. Und die zentrale Aussage, und deswegen will ich das jetzt hier bringen, ist, dass wir durch den Klimawandel noch eine zusätzliche Gefahr bekommen, nämlich diese Sturzregenproblematik, dass also, so wie in Simbach am Indes war oder auch in Braunsbach, glaube ich, oder Braunsfeld hier in Baden-Württemberg, wo es auch Tote gegeben hat, dass im Mittelmeer das Wasser sich so erwärmt und dann diese Gewitterwolken hier so sturzartig große Wassermengen bringen können, und wir brauchen sozusagen, damit dann die Erde nicht wegläuft und der fruchtbare Boden verschwindet, eben eine andere Form der Landwirtschaft, wie du es einfach darstellst, dass der Boden immer bedeckt sein sollte und dass wir immer auch im Hinterkopf haben müssen, dass wir vorbereitet sein sollten auf diese Situationen, und wir brauchen dann eben auch diese vielen Regenwürmer, die dann das Wasser nach unten ableiten. Und ich wollte das jetzt bloß nochmal aufzeigen, wie dramatisch einfach die Situation ist, weil ich war da bei diesem Symposium, da waren 300 Teilnehmer, ganz viele Experten, und es hat eine einzige Person das Wort Bio dort in den Mund genommen, das war ich. Ja. Und der Herr Lesch hat dann noch ein bisschen was dazu gesagt, aber genau. Ja, ich danke. Wir kommentieren einfach, dass wir dieses Wissen einfach nach außen tragen müssen, das wir jetzt hier haben. Mhm. Weißt du noch was zu sagen? Ich kann das natürlich nur bestätigen. Das ist leider Gottes ein Drama, dass die Wissenschaft und die Politik nicht den Mut hat, die Probleme, die jetzt offensichtlich werden, wirklich anzugehen, einfach sagt, ja, auch zuzugeben, dass wir hier einen falschen Weg gegangen sind, und konsequent zu ändern. Ich war vor Weihnachten in Berlin eingeladen bei der BLW, war hochrangiger Klimawissenschaftler da. Da brauchen es dann mich als Bauern, um deutlich zu machen, dass wir einfach was ändern können, weil die Wissenschaft nicht den Mut hat, zu zeigen, dass wir wirklich, wirklich konsequent praktisch einen anderen Weg gehen müssen. Das ist eigentlich ein Trauerspiel. Also, da müssen wir wirklich auch wieder mutiger und offener werden, auch frecher werden. Ja, ich glaube, das sind Beiträge, die uns hoffentlich dieses Wochenende und darüber hinaus auch noch beschäftigen werden. Ich würde mir wünschen, es gibt immer mal in solchen Vorträgen, manche Dinge hat Sepp ja relativ schnell gezeigt und dann weitergegangen, um die Zeit sozusagen nicht zu lange auszudehnen, gibt es wahrscheinlich noch einige Verständnisfragen, wo jemand sagt, das habe ich jetzt nicht verstanden, da fehlt mir eine Zahl oder wo kommt das her, was für eine Technik ist das, ist diese Werte zum Regenwurm oder so etwas. Und dann würde ich bitten, dass wir jetzt mal damit erstmal starten, und um sozusagen das direkt
die Fragen zu stellen, die Sepp halt besonders gut wahrscheinlich beantworten kann. Und ich gehe jetzt einfach mal sozusagen erstmal diese Reihen durch und dann gleich die nächsten Reihen durch. Marion. Du hast gesagt, die Bodenchemie muss im Gleichgewicht sein. Und ich würde dann gerne fragen, gibt es dazu irgendwelche Zahlen oder irgendwie, was weiß ich, Magnesium zu Calcium zu oder ein bestimmter pH-Wert zu im anderen Verhältnis oder kann man das irgendwo nachlesen oder sowas? Ja, da gibt es Gott sei Dank eben über Professor Albrecht, über Kinsey, über Unterfrauner super Grundlagen. Dietmar Neser sitzt da, der kann dir das aus dem FF wirklich erzählen, wie man wirklich die Bodenchemie ins Gleichgewicht bringt, ganz klar. Gott sei Dank haben wir da Grundlagen, genauso wie in der Bodenphysik. Wo wir mehr Schwierigkeiten haben, ist aus meiner Sicht in der Bodenbiologie. Das heißt, also, da gibt es auch Ansätze über die Adiphrose heran, aber also, ich bin da nicht so weit, also da müssen wir aus meiner Sicht noch weiterkommen. Was die konkreten Zahlen betrifft, wenn ich mal ergänzen darf, es gibt noch nicht viel Literatur auf Deutsch dazu. Es gibt ein Buch, glaube ich, von dem Kinsey. Vielleicht, Dietmar, könntest du später dann sozusagen, wenn du dran bist, auch nochmal dazu was ergänzen. So, hier vorne. Michael, ich wollte fragen, könntest du ein Beispiel ein bisschen detaillierter ausführen im Bereich Ackerbau, also der Übergang jetzt praktisch vom Kleegras, das du abgehobelt hast, wie viel Wartezeit, wann zählst du, kommt da nochmal eine maschinelle Hacke, zum Beispiel als Beispiel zu den Saatgutkulturen. Ja, bei uns Kleegras Umbruch mache ich inzwischen zwei-, dreiphasig, das heißt also, ich nach der letzten Heuernte im September wird das Kleegras mit einem Kreiselgruppe mit normalen Zinken umgebrochen und zwar so, dass ungefähr 30% der Narbe kaputt sind. Hintergrund ist der, wir müssen alles tun, damit wir insgesamt die Bodenbiologie, das Bodenleben gleichmäßig ernähren. Und wenn ich jetzt in einem Block das Kleegras umbreche, habe ich riesige Mengen an Nährstoffen. Das wäre ungefähr so, als wenn ich jetzt, ein halbes Jahr jeden Tag einen fetten Schweinsbraten essen müsste. Das tut mir sicher nicht gut. Und genauso ist es einfach, denke ich, auch fürs Bodenleben. Und darum versuche ich das einfach etappenweise umzubrechen, dass ein Teil umgebrochen ist, das andere schon wieder eingebaut wird. Und dann wird im Dezember, jetzt heuer war es zwischen den Weihnachtsfeiertagen, wird das Kleegras bei mir dann abgeschält, abgehobelt auf 3 cm, ganz flach. Einfach deshalb, damit, und zwar ich warte dann wirklich, bis der Boden leicht gefroren ist, weil dann die Regenwürmer, haben wir wirklich genügend Untersuchungen gemacht, die Regenwürmer unten sind. Und dann hilft mir eben, heuer, Gott sei Dank, endlich mal wieder vernünftig der Frost, damit eben die Kleegrasnarbe, die oben drauf war, wirklich einfach richtig erfriert oder dann kaputt geht. Und dann wird jetzt anschließend, wenn der Frost heraus ist, dann auch bei mir jetzt auf ungefähr 6-7 cm nochmal einfach bearbeitet, damit eben Wurzelreste von der Luzerne oder auch mal von einem Ampfer, dass die einfach nochmal abgeschnitten werden und kaputt gehen. Aber auch da gibt es neuere Ansätze wie vom Sepp Hägler, der eben, ich finde es einen ganz interessanten Ansatz. Ich werde das auch heuer probieren, damit man, dass man eben auf 10, 12 cm tief lockert und dann anschließend auch wieder anwalzt, damit im Boden für die Mikrobiologie eine Voraussetzung geschaffen wird, dass das möglichst schnell umgesetzt wird. Ich finde es einen ganz spannenden Ansatz. Das muss man sich mal anschauen, aber das müsste man aus meiner Sicht alles kombinieren mit der bodenbiologischen Untersuchung. Weil ich, alles andere ist für mich wieder, ich sage jetzt mal, stochene Nebel, also das geht so nicht. Also wir müssen schauen, dass wir die Bodenbiologie auch ins Gleichgewicht bringen. Genau, dann wird angesetzt, ich mache keine Unkrautbekämpfung, ich habe allerdings eine Fruchtfolge, die sehr einfach ist, durch das Kleegras, 40% Kleegras in der Fruchtfolge, Wechsel, Sommer und Winterung, sehr viel Untersaaten, da war die Zeit jetzt auch, das war auch nicht unbedingt das Thema, aber da können wir uns auch gerne so selber noch unterhalten und ich mache seit 20 Jahren keine Unkrautbekämpfung im Ackerbau. Aber in der Kombination im Kleegras Getreideanbau. Ja, sicherlich auch eine Seltenheit, keine Unkrautbekämpfung im Biolandbau. Das ist aber ein ermutigendes Zeichen, weil Bekämpfung halte ich generell für einen Irrweg.
Du hast 20 Tonnen Biomasse pro Hektar aufgerufen, 4 Tonnen Regenwürmer, 16 Tonnen, da bist du schnell mal drüber gegangen. Welche 16 Tonnen sind denn das? Wer ist das? Was ist das? Was machen die? Hm. Du meintest die 16 Tonnen Biomasse, das war der Aufwuchs vom Kleegras. Also das war, ist aus der Diplomarbeit von der Michaela, kennst du ja Michaela, die hat damals eben verschiedene Kleegrasmischungen untersucht und hat tatsächlich in den drei Mischungen so im Schnitt 16 Tonnen Trockenmasse, oberirdischen Aufwuchs, das heißt, das ist damals eben klassisch mit Grüngutfolianter unter Versuchsbedingungen abgefahren worden, das war der oberirdische Aufwuchs, 16 Tonnen, und aber, und das bin ich auch zeitlich nicht darauf eingegangen, war dann tatsächlich so, dass sie, und das ist wirklich ja das interessante Ergebnis, dass in den verschiedenen Kleegrasmischungen große Unterschiede waren in der Wurzeltrockenmasse. Das heißt also, wenn ich jetzt ein klassisches Weidelgras-Rotklee-Gemisch mache, dann habe ich maximal 6 Tonnen Wurzeltrockenmasse bei tatsächlich gleichen oberirdischen Aufwuchs, sodass ich, wenn ich eben die Kleegrasmischung richtig zusammenstelle, die Gesamttrockenmasseleistung Wurzel und Spross sogar erhöhen kann. Aber mir geht es gar nicht so stark darum, dass ich nur oberirdisch was erhöhen kann, sondern mir geht es darum, wir müssen Wurzeln in den Boden bringen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir über verschiedene Pflanzenarten, über Flachwurzler, Mitteltief- und Tiefwurzler, über verschiedene Kräuter und so weiter eben Vielfalt in den Boden bringen. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt ein Regenwurm wäre und müsste da jedes Jahr euer Maiswurzeln, das nächste Jahr Weizen und dritte Jahr Rapswurzeln fressen, was ja eine gute Fruchtfolge sogar sein könnte, konventionell, was das ist Fast Food. Wir brauchen uns nicht einbilden, dass wir damit wirklich Bodenleben wirklich vollwertig ernähren können. Also wir müssen zurück zur Vielfalt. Waldgartensysteme, es bleibt uns nichts anderes übrig. Nur dann schafft man richtig auch die Bodenbiologie in Schwung zu bringen. Quirin, guten Tag. Ich wollte fragen, wahrscheinlich zielt sie in dieselbe Richtung, aber was macht sie in Richtung Kompost, was macht sie mit dem Mist und wie ladet ihr die Holzasche auf? Kompostierung, also ich kompostiere seit 1990, sehr lange. Damals war bei Lübkes, habe ich bei Lübkes anstecken lassen. Inzwischen weiß ich nicht mehr, was richtig ist. Ich sage das ganz ehrlich. Es gibt ja inzwischen auch das Witte-Verfahren. Ich glaube, wir müssen uns viel intensiver mit der Bodenbiologie beschäftigen, mit der Biologie der verschiedenen Komposte. Ich gehe sogar so weit, dass ich, wenn ich es schaffe, wirklich einfach die Tiere gesund zu halten, dass hinten der Mist, der da rauskommt, dass ich inzwischen nicht mehr sicher bin, ob der unbedingt kompostiert werden muss. Weil wenn ich gesunde Kühe habe zum Beispiel oder dann den Mist sogar mische mit Schweine, wir haben ja Schweine und Kühe, das war alles die Zeit jetzt alle, Schweine und Kühe gemeinsam auf der Weide und auch im Stall durch diese Kombination aus Schweinehaltung, aus Rinderhaltung, zum Plus aufs Hühnermist, der zum Rindermist dazukommt, wenn der gut gemischt ist und kommt auf den Acker, dass der mit Sicherheit eine sehr positive Wirkung hat, auch auf die auf die Fruchtbarkeit der Böden. Also ich bin mir, wie gesagt, nicht mehr sicher, ob man kompostieren muss, ob jetzt ein Witte-Verfahren besser ist wie jetzt nach Lübkes. Wir müssen tatsächlich die Biologie anschauen. Wenn die Biologie so ist wie in einem lebendigen Boden, dann ist es mir egal, wie das Verfahren heißt, ob das Witte heißt oder Lübke oder sonst wie. Wichtig ist, dass wir die Böden richtig impfen, einfach wie ein Sauerteig. Und das ist für mich auch, vielleicht da noch ganz kurz, ein ganz wichtiger Grundsatz von Hans-Peter Rusch, der ja Arzt und Mikrobiologe war, der immer gesagt hat, wir müssen das Milieu verändern. Das Milieu so verändern, dass ich eine positive Mikrobiologie einfach vermehren kann. Vielleicht als Beispiel, wir machen ja Käse, machen Camembert. Wenn die Käserin den Camembert richtig macht, setzt sich der Weißschimmel durch. Wenn die Käserin Fehler macht, dann setzt sich der Schwarzschimmel durch. Das heißt, dann ist der Käse kaputt. Das heißt, auf dem Hof heißt es für mich, das meine ich wirklich ernst, dass wir nach dem Vorbild der Natur arbeiten müssen, und zwar sauber arbeiten. Nicht meine, weil wir Biobauern sind, jetzt können wir da ein bisschen, klampert sein auf gut Bayerisch, sondern dass man wirklich zum Beispiel am Futtertisch einfach täglich sauber zusammenkehrt, dass es sauber ist, dass nicht sich ein Milieu entstehen kann, wo sich Krankheitserreger vermehren können. Da gibt es vielleicht ein Beispiel auch, aus Afrika,
Malaria-Bekämpfung. Wissen Sie, oder wisst ihr, wie man die gemacht hat? Indem man ganz einfach in ein Dorf ein Jahr lang konsequent Wasserpfützen trockengelegt hat. Nur durch das, aber das Milieu so verändert hat, dass sich die Mücken nicht vermehren konnten, ist die Malaria um 80% zurückgegangen. Und das ist der Schlüssel. Nicht, dass wir jedem oder sonst irgendwas zukaufen und einsetzen, sondern wir müssen das Milieu bei unserem Hof so verändern, dass es positiv ist. Okay, gehen wir mal weiter zu den Fragen. Ja. Ich habe noch einige Verständnisfragen auch. Namen? Ja, ich bin Paul, hallo. Ich hätte eine Frage zu dem Agroforst, und zwar, wie hast du das agrarrechtlich im Förderantrag gelöst? Hast du einfach die Flächen komplett rausgenommen oder hast du die Kupfflächen so groß gemacht, dass die so eine Mindestflächengröße haben? Das ist eigentlich ganz einfach, das rechnet, oder das muss man jetzt ausmessen, diese Flächen, und dann kommen die in einen neuen Förderantrag rein. Das heißt also, da gibt es ganz klassisch eben die normalen Ausgleichszahlungen über die erste Säule, also die knapp 300 Euro Säule, das weiß ich gar nicht genau. Leider gibt es aber für die, zumindest in Bayern, für das Gulab, also zweite Säule, gibt es nichts dazu. Das heißt also, ich schenke den Staat dann jedes Jahr 4.000, 5.000 Euro, weil ich eben doch keine Ausgleichszahlung bekomme dafür. Das war also plus scheißegal, ich lasse mich dann immer aufhalten, was die meinen, was richtig oder falsch ist. Also so. Keine Wertholzbäume gepflanzt, sondern nur so sozusagen klassische Kuppen? Ja, das sind Mischungen oder das sind Blöcke aus Pappel, Weide, Erle, und das ist natürlich aus meiner Sicht viel zu wenig. Wir müssen da viel weiterdenken, aber wir bräuchten da dringend eben auch Unterstützung. Jetzt gemeinsam zum Beispiel mit dem Burkhard, dass man eben hier größere Vielfalt reinkriegt und dass man da natürlich auch weiterdenkt. Für mich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man eben neben diesen Energiebäumen natürlich Fruchtbäume wie Haselnuss, wie Walnüsse, wie Obstbäume, wie Bärensträucher mit reinnehmen, um hier große Vielfalt reinzubringen. Also ich habe eine Frage zum Begriff Vielfalt. Was verstehst du unter Vielfalt? Weil viele reden von Vielfalt und zählen dann zig Sorten auf. Du hast am Anfang Arten, die Anzahl von Arten aufgeschrieben, das ist ein erheblicher Unterschied zu Sortenvielfalt. Also man hat viele Sorten, aber alles sind Rosengewächse zum Beispiel oder so. Mhm. Dann hast du von mehrjährigen Gemüse gesprochen, mehrjährigen Kulturen gesprochen. Aber jetzt hast du dann auch aufgezeigt, dass es da eine Entwicklung gibt von einem Weizen, der da mehrjährig ist. Meine Frage, man sollte doch eigentlich schauen, was gibt es in der Natur bereits auch zum Beispiel an mehrjährigen Pflanzen, die man essen kann, wo man jetzt keine weiteren großen Züchtungsprogramme oder wie auch immer machen muss. Da gibt es jenstes, was man in die Landwirtschaft reinbringen kann. Und ja, da ist meine Frage, wie offen bist du da, wie weit gehst du da in diese Richtung? Auch in Bezug auf Agroforst, das hat ja alles miteinander zu tun. Also bin ich für jede Idee dankbar, keine Frage. Wir haben zum Beispiel unter Pappeln Bärlauch reingepflanzt, weil diese Schattenpflanze ist, wo man ruhig wunderbar Bärlauch miternten könnte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man natürlich da auch verschiedene Kräuter, Sträucher mit reinpflanzt, die essbar sind. Also wir haben es kein Thema, klar. Ich glaube auch, darum habe ich das zum Schluss auch gezeigt mit den Salvestrolen, dass wir wirklich auch im Ackerbau neu denken müssen, dass wir wegkommen müssen von diesen Monokultursystemen, dass wir zum Beispiel im Weizen in der Pflanzengesellschaft anbauen müssten. Das heißt also, dass wir wegkommen von dieser Monokultur Weizen, weil stellt euch mal vor, wir machen im Bierlandbau, können wir inzwischen 80% der Weizen pro Hektar. Das ist genauso, wenn ich als Weizenpflanze ist, das ist genauso, wie wenn ich ein Masthähnchen in einen 40.000er Masthähnchenstall reinstelle. Das ist Stress für die Pflanze. Also ich möchte, dass sich einfach der Weizen wohlfühlt. Das heißt natürlich, ich weiß, dass es ein bisschen abgehoben ist, aber dass natürlich muss der Weizen dann möglichst lang sein, muss natürlich kräftig sein, aber gleichzeitig sollte er die Chance haben, gemeinsam mit anderen Pflanzen aufzuwachsen, dass es wirklich eine Vielfalt ist. Also da könnte man ruhig, ich schaue jetzt den Burkhard an, viel probieren und auch verrückte Sachen ausprobieren. Ja, ja, so wichtig ich auch die wirklich guten Systeme sehen. Was glaube ich fehlt, ist eine Art Umwandlungsmodell oder eine Art Einstiegsdroge für die ganzen konventionellen Landwirte oder auch die konventionellen Bios. Wie können die anfangen, mit was sollten die anfangen, möglichst einfache Fortschritte zu erzielen, damit sie halt
dann auch irgendwelche Ergebnisse haben, wo sie dann sagen können, ey, das mache ich. Also wir brauchen ein Umwandlungsmodell, wie das machen können. Und das fände ich sehr gut, wenn hier auf der Veranstaltung auch ein bisschen in die Richtung was rauskommen könnte. Und wollte deswegen mal fragen, ob es da irgendwie liegt. Ich denke, natürlich brauchen wir irgendwann ein Modell, aber wir brauchen Begeisterung. Also wir müssen die Leute begeistern für diese Themen. Ich merke zum Beispiel, wenn ich das erzähle mit 600 Regenwürmer und 80 Tonnen Regenwurmquote und 280 Kilogramm Stickstoff, dann fangen wir an zu denken, ja Mensch, wenn ich da wirklich Bodenfruchtbarkeit aufbaue, habe ich zum Schluss Ertragspotenzial, das mehr ist über das, was ich jetzt als kommerzieller Bauer mache. Also dass man solche Bilder entwickelt, wo Menschen anfangen nachzudenken. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und dann, dass dann wirklich über das Nachdenken, über die Neugierde, dann selber sich bereit macht, einfach sich selber zu entwickeln. Ja, Rolf, du hast schön aufgezeigt mit dem Ackerfutterbau, Kleegras und so, die positiven Einflüsse, Boden, Nährstoffbindung, Wurzelexudate, Unkrautunterdrückung. Jetzt ist ja das Problem, dass das Vieh aus den Ställen kam. Und siehst du eine Chance, wie das wieder zurückkommen kann? Weil wie könnte man sonst Ackerfutter nutzen? Weil die Biogasgeschichte, denke ich, brauchen wir nicht diskutieren. Aber das ist ja auch so ein bisschen ein soziales Problem, weil man einfach sich das Leben so einfach wie möglich machen möchte, ohne diese zeitliche Bindung mit dem Vieh. Siehst du da eine Chance? Ja, interessante Möglichkeit ist, da läuft gerade auch eine Forschung vor, die ich initiiert habe, dass man jetzt, man glaubt es ja nicht, nach 50 Jahren oder länger irgendwann oder drauf kommt, dass in den Blättern der Laterne, aber auch verschiedenen anderen Leguminosen sehr hoher Methioningehalt ist. Und wir haben festgestellt, dass der Methioningertrag, also Methionin wird da, ist ja in der Sojabohne drin, deshalb wird das blöde Sojabohne da eingeführt, dass der Methioningertrag pro Hektar bei der Luzerne um das bis zu vierfache höher ist wie bei der Sojabohne. Das heißt, der ganze Hype derzeit Richtung heimische Soja ist ein kompletter Quatsch. Ich glaube, dass wir alles tun müssen, dass wir Verfahren entwickeln, dass wir tatsächlich eben das Ackerfutter wieder zurückbringen. Und eine Idee war von mir, ich bin ein Praktiker, von daher ist es relativ naheliegend. Man nimmt so Luzerne, die ich eh anbaue, und macht da kein Heu draus. Also lasst es als Heu praktisch. Ich mähe es ab, habe es auf 30% Trockenmasse runtergetrocknet auf dem Acker und dann ganz einfach mit einem Mähdrescher, ich habe einen eigenen Mähdrescher aufgenommen, den Schwarz. Und was macht der Mähdrescher? Der haut die Blätter runter, die kommen in den Tank rein und die Stängel werden hinten über den Häcksler draußen wieder verteilt. Das heißt, der Kohlenstoff bleibt auf dem Acker, hilft mir Humus aufzubauen, Eiweiß hole ich mir zurück. Und da läuft gerade der Forschungsfaden, weil man natürlich die Mähdrescher ein bisschen anpassen muss. Das heißt, also, da kommt eine Mühle in den Tank rein, dass die Blätter gleich gemahlen werden. Und dann anschließend nach dem Abtanken wird dann zum Schluss das Ganze pelletiert, sodass ich selber als Ackerbauer, als vieler Ackerbauer zum Schluss ein verkauffähiges Eiweißfutter habe für die Legehennen, für die Schweinebetriebe oder eben die Schweinebetriebe, das Eiweiß selber erzeugen können. Ich glaube, dass es ein ganz spannender Ansatz ist, um wirklich hier das Ackerfutter nicht nur im Bierland, sondern insgesamt wieder zurückbringen zu können. Aber grundsätzlich wäre mir natürlich wichtig, dass wir tatsächlich wieder, das meine ich ernst, dass wieder mehr Menschen sich wirklich mit unseren Tieren, mit den Pflanzen in der Landwirtschaft beschäftigen. Ja, hallo Sepp, ich bin der Helge und ich habe die Frage, du hast schon eingangs in deinem Vortrag erwähnt, dass die Frauen bei euch auf dem Hof viele Impulse gebracht haben. Könntest du da konkrete Beispiele noch bringen? Auch weg von der Technik. Ja, wie ich umgestellt habe, damals Beetverfahren gemacht, gehackt, gestriegelt. Also Beetverfahren heißt 2,50 Meter Spur bei allen Maschinen, Spur in Spur gefahren, um möglichst wenig kaputt zu machen. Beetverfahren, Doppelreihe,
über die Doppelreihe habe versucht, möglichst viel Licht in den Bestand zu bringen, um über Technik das System zu beherrschen. Eigentlich das, was ich vorhin mit Herbizide, Fungizide, Insektizide gemacht habe, habe ich dann mit Technik gemacht. Und habe ich festgestellt, dass es im Stall völlig anders läuft. Ich habe damals, weil ich ja leidenschaftlicher Ackerbauer bin und nie leidenschaftlicher Tierhalter war, haben wir damals einen Stall gebaut, 88, wo wir gesagt haben, wenn wir, meine Frau und ich, wenn wir die Tierhaltung behalten wollen, dann machen wir einen Stall, dass es den Tieren gut geht. Dass ich nicht laufen mit Krankheiten mich beschäftigen muss. Das war ziemlich naiv damals. Ich war bei Verhaltensforschern und dann merke ich auf einmal so 94, 95, 93, ja, 93, 94, ja, die Kühe werden immer gesünder, Kälberkrankheiten sind verschwunden, die brauchen mich nicht. Also das heißt, ich muss nicht bei den Tieren immer wieder schauen, dass die gesund bleiben und so weiter, durch technische Maßnahmen. Und das war für mich dann auch ein Signal, dass ich lernen muss, einfach den Boden, die Pflanzen zu verstehen. Und natürlich habe ich da meine Frau sehr stark unterstützt und meine Kinder, dass man einfach als Männer nicht immer alles beherrschen müssen, sondern dass wir einfach da Vertrauen aufbauen müssen zu den Tieren, zum Boden, zu den Pflanzen. Und das, wie gesagt, das hat mich dann wirklich veranlasst. Ich habe mich ein Stück weit, meine Frau und meine Kühe veranlasst, dass ich im Ackerbau wirklich umgedacht habe. Sonst würde ich genauso weiter wahrscheinlich mit Technik, und inzwischen haben wir ziemlich gute Technik, die versuchen, den Ackerbau zu beherrschen. Ja, hallo, ich bin Bettina und ich will da nochmal ansetzen. Man sagt ja immer, dass, um jetzt nochmal auf die Menschen zu kommen, ist dir denn aufgefallen, dass du, wenn du das so machst, dass du auch mehr Menschen auf deinem Hof brauchst dafür, weil Technik sorgt ja dafür, dass die Menschen verschwinden, dass die so gesehen sich dann irgendwie was anders suchen müssen, um irgendwie beschäftigt zu sein. Und normal ist es ja, früher waren, ich weiß jetzt die Summen nicht, aber so und so viele Leute mit der Landwirtschaft beschäftigen. Heute sind es ja immer, werden es ja immer weniger. Und siehst du den Trend, dass es, um jetzt zu begreifen, was wir tun, müssen wir den Boden in die Hand nehmen, damit wir wissen, was wir kaputt machen, müssen wir es auch in die Hand nehmen wollen. Also wir müssen so gesehen wieder lernen, da mit Herz und Hand in Anführungsstrichen, also der Mensch selber damit. Merkst du das? Und wie in der heutigen Zeit ist ja immer alles, was Personal ist, immer gleich immer ziemlich teuer. Das heißt, das Hähnchen ist deswegen so teuer, weil viele Leute Hand anlegen in Anführungsstrichen. Aber dass wir es eigentlich wieder lernen müssen, dass die Menschen auch ihre Nahrung selber in die Hand nehmen müssen und dementsprechend auch wieder mehr sich damit selber beschäftigen. Das, was natürlich dann auch wieder andersrum heißt, dass es auch mehr kostet. Das ist, die Erfahrung ist zweigeteilt. Zum einen ist es tatsächlich so, aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung so, dass ich im Ackerbau, nachdem ich seit 20 Jahren keine Unkrautbekämpfung mehr mache, nur Anbau und Ernte, habe ich schon halb im Garten Eden. Also der Arbeitszeitbedarf bei uns im Ackerbau ist in Verbindung mit Kleegras und Getreide, das muss ich wirklich differenzieren, ist sicher geringer in jedem konventionellen System. Auch die Arbeit in der Tierhaltung, in der Rinderhaltung ist doch eben durch Entmistungsanlage, durch die automatische Einstellmaschine, die ich damals eingebaut habe, geringer. Da gibt es auch Diplomarbeiten, die 20 Jahre alt sind, die das zeigen. Wo wir sicher mehr Arbeit haben, ist, und zwar ganz bewusst, ist auch in der Hühnerhaltung. Wir haben ganz bewusst letztes Jahr eben nicht investiert in eine automatische Entmistung, automatische Fütterung, automatische Eiabnahme. Ich habe den ganzen Mist draußen lassen. Und habe gesagt, das Geld, was ich spare, das stecke ich, da sind wir gerade dabei, in den jungen Zürcher rein, der für mich zum Schluss die Arbeit, also beziehungsweise der dann die Arbeit übernehmen soll. Das heißt, dass ich tatsächlich ein Stück weit Menschen wieder zurückhole auf dem Hof und die Technik nicht durch den Menschen ersetzen, sondern umgekehrt den Menschen durch die Technik ersetzen. Na, umgekehrt. Ihr wisst, was ich meine. Und das versuchen wir jetzt. Wir haben den Stall natürlich so gebaut, dass man eventuell auch die Technik einbauen kann, aber mein Ziel ist wirklich, dass wir einfach wirklich wieder mehr mit Menschen arbeiten, weil ich auch glaube, dass das wirklich auch die Qualität unserer Lebensmittel erhöht, dass damit auch eine andere Verbindung entsteht. Ja, hier nochmal Paul.
Gleich anknüpfend an die Frage, du hast vorhin aber auch gesagt, wir brauchen Technik, die der Natur angemessen ist, also die sozusagen natürliche Prozesse unterstützt. Und vielleicht kannst du das noch ein bisschen konkreter fassen, also welche Technikfelder, wo siehst du da Weiterentwicklung und hast du dir da vielleicht auch in deinem Verband irgendwie schon Gedanken drüber gemacht, wie man sowas gemeinsam machen kann? Du machst, glaube ich, bisher viel alleine irgendwie und in Frankreich zum Beispiel gibt es das Atelier Paysan, die entwickeln halt mit mehreren Bauern zusammen solche Technik und versuchen die dann Open Source auf den Markt zu bringen. Gibt es da sowas auch schon hier in Deutschland? Ja gut, ich bin ja bei Bieland engagiert. Wir haben natürlich bei Bieland inzwischen eine Mitarbeiterin, die wirklich im Forschungsbereich tätig ist, die da sehr engagiert ist. Da sind wir natürlich sehr eng im Kontakt. Was wir planen oder wo wir gerade dabei sind, wir planen wirklich jetzt bei Bieland eine Stiftung, um einfach über die Stiftung zum Schluss einfach Gelder zu akquirieren, um einfach Ideen, die aus der Praxis kommen, einfach in die Praxis umsetzen zu können, weil wir sonst, ich sehe einfach derzeit mit der Wissenschaft nicht vernünftig weiterkommen. Weil es so schwierig ist inzwischen mit Forschungsanträgen und leider Gottes ist die Wissenschaft auch so weit weg wirklich von vernetzten Denken, dass wir wirklich unser Schicksal wieder selber in die Hand nehmen müssen. Vielleicht ein tolles Beispiel ist die Trigon-Stiftung, wer in dem Bereich zu Hause ist, weiß es vielleicht, Trigon-Stiftung aus der Schweiz, die jetzt ein Projekt starten und das, ich finde das faszinierend, wo in der Schweiz, Österreich und Deutschland insgesamt 50 Bauern unterstützt werden sollen, und zwar unterstützt werden sollen mit 250 Euro pro Hektar und Jahr auf 3 Jahre, um mit diesem Geld gezielt Bodenfruchtbarkeit aufzubauen. Ich habe das mitbegleitet die letzten Jahre und das kommt jetzt hoffentlich auch zum Laufen. Und das ist, ich kenne einen großen Teil sogar der Betriebe, die dabei sind. Das wird richtig super. Da wette ich mit euch, da kommen riesige, also einfach tolle Ergebnisse einfach raus. Weil dann einfach im Prinzip die Forschung umgekehrt wird. Jetzt werden die Bauern wirklich durch dieses Geld in die Lage versetzt, ohne wirtschaftlichen Druck, auch wenn es so kleine Bausteine sind, in die Forschung einzusteigen. Das ist für mich eine klasse Möglichkeit und da müssen wir weitergehen. Ja, hallo, mein Name ist Verit. Ich freue mich über die letzten 2 Fragen und ich denke, meine Frage ist ein bisschen in dieselbe Richtung. Wie organisierst du oder planst du die Menge von Arbeit und die Gesundheit von Arbeiter, wenn du neue Ideen oder Wege in deinen Betrieb anfangen möchtest? Das ist eine interessante, auch schwierige Frage. Ich glaube, dass das Hochloben des bäuerlichen Familienbetriebes, dass das scheinheilig ist. Ich sage das sehr deutlich. Dass wir wirklich neue Formen finden müssen, weil wir uns wirklich, und ich nehme mich da nicht aus, einfach als Familie, als bäuerliche Familie derzeit ausbeuten, weil einfach die Arbeitsbelastung aus meiner Sicht viel zu hoch ist, die körperliche und die psychische Belastung eigentlich zu hoch ist und dass wir da neue Wege finden müssen. Also wir versuchen den Betrieb weiterzuentwickeln in einer Art Betriebsgemeinschaft mit mehreren, nicht Mitarbeitern, sondern eigentlich Familien, die dann zum Schluss Verantwortung haben für bestimmte Betriebszweige, damit man insgesamt Verantwortung abbauen kann, weil momentan liegt die ganze Verantwortung bei meiner Frau und bei mir für die ganzen verschiedenen Betriebszweige, die wir haben. Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, das ist nicht unbedingt nachhaltig, was wir da machen. Und wenn wir eben tatsächlich uns da hier weiterentwickeln, dass wir zum Beispiel für die Milchviehhaltung, für die Käserei, für die Direktvermarktung, für die Sonderkulturen jeweils Menschen finden, die sich da in dem Bereich auch mit engagieren, die sich untereinander austauschen, dann kriegt man auch wieder mehr persönliche Freiheiten. Das ist mir persönlich auch wichtig, nicht unbedingt jetzt für mich, auch für mich, aber auch, dass der Betrieb dann wirklich so weitergeht, dass man eben nicht nur uns über nachhaltige Entwicklung im Boden und bei den Pflanzen Gedanken machen, sondern natürlich auch bei uns Menschen, dass die Menschen, die auf dem Hof sind, wirklich auch zufrieden und glücklich sind. Ja, ich bin der Axel.
Sepp, hast du Beispiele dafür, wie Menschen friedfertiger werden, wenn sie sich anders ernähren, also mit anders hergestellten Nahrungsmitteln? Ja, zum einen gibt es tatsächlich ein Beispiel hier von der Antifrasiererei in dem Buch, die zeigt, dass es tatsächlich in den asiatischen Ländern Völker gab, die wirklich über Jahrhunderte, solange die Böden fruchtbar waren, gesund und vor allem friedfertig miteinander gelebt haben. Ein weiteres Beispiel aus der neuen Zeit ist die Hunzas im Himalaya-Gebirge, die man gefunden hat, haben wir tatsächlich festgestellt, wie man die damals entdeckt hat, die werden doch tatsächlich 90 Jahre alt, ohne diese im Durchschnitt 90 Jahre, ohne die Errungenschaften der modernen Medizin. Und dann wollte man natürlich wissen, woher kommt denn das Ganze, und hat dann festgestellt, dass diese Hunzas einen hochentwickelten Ackerbau hatten mit der Terrassenbewirtschaftung und das scheinbar ein Schlüssel für die Lebendigkeit, Fruchtbarkeit der Böden, der Pflanzen, der Tiere und der Menschen war einfach die Bewässerung mit dem Gletscherwasser vom Himalaya-Gebirge. Und dass scheinbar das Wasser sehr energetisch sehr reichhaltig war, natürlich sehr viele Mineralien und Spurenstoffe hatte. Und dann ist man hergegangen, weil man das genau wissen wollte, und hat Fütterungsversuche gemacht in den USA mit Ratten. Und dann hat man eine Gruppe gemacht, der Ratten mit den Essen von den Hunzas und eine Gruppe mit den Essen aus den USA. Also nicht mit Donuts, sondern mal als Essen. Das Ergebnis war, dass die Ratten mit den Hunza-Essen völlig gesund geblieben sind. Die Ratten mit dem Essen, klassischen Essen aus den USA, die gleichen Krankheitssymptome bekommen haben wie die Menschen, Allergien, Infektionskrankheiten. Und das Dramatische war, dass die einen völlig friedfertig geblieben sind und die anderen unwahrscheinlich aggressiv geworden sind. Und das ist für mich einfach ein toller Beleg dafür, dass es auch in der heutigen Zeit gilt. Sepp, du hast vorhin ganz kurz erwähnt, Flügen oder nicht Flügen ist nicht die Frage für dich. Da bitte noch was dazu. Und eine zweite Frage dann noch mit eurem Hühnerstall. Warum habt ihr euch nicht für einen Mobilstall entschieden? Flug oder nicht Flug, ich halte wirklich, wie gesagt, von dieser Diskussion nichts mehr, weil ich den Flug, wenn ich zum Beispiel im Juli, August nach der Getreideernte der Stoppelbearbeiter mache, mit einem Zwei-Schichten-Flug, nichts, aber auch gar nichts kaputt mache. Also wenn ich locker muss, mache ich dann überhaupt nichts kaputt. Da ist kein Unterschied zwischen einem Flug und einer Gruppe. Ich kann den Flug allerdings auch einsetzen im September auf Klegra. Es gibt Untersuchungen, wo dann alles sauber runtergedreht wird, wo dann vom Regenwurm bis halt 50% der Regenwürmer vom September bis Mai kaputt gehen. Das heißt, ich kann den Flug einsetzen wie ein Messer. Ich kann ein Brot unterschneiden oder ich kann einen abstechen damit. Und das muss man wirklich sehen. Also bitte eben nicht den Flug von vornherein verteufeln, sondern einfach sich Gedanken machen, was möchte ich erreichen, was möchte ich jetzt mit dem Flug machen. In der Regel versuche ich ja die Bodenstruktur positiv zu verändern. Wenn es der Flug kann, zu dem Zeitpunkt, soll er es machen. Es ist kein Thema. Und das andere war Mobilstall und Feststall. Ich behaupte, dass die Mobilstelle sind bisher, so wie sie gebaut sind, alles nur schön Wetterstelle. Wir sehen es jetzt leider mit Geflügelgrippe, dass die Hühner alle nicht mehr raus dürfen. Die Ställe sind alle so gebaut, die mobilen Ställe, dass die viel zu klein sind. Der Karl Schweißfurt, Bekannter von mir, der hat aus seinen Mobilstellen jetzt die Hälfte der Hühner rausgeschlachtet, weil es so nicht geht. Das heißt, das sind schon Wetterställe für den Sommer, dass die raus können, aber das hat nichts mit artgerechter Hühnerhaltung zu tun. Das ist super, dass man die Stelle gebaut hat und die Idee ist gut, aber man muss die so bauen, dass die wirklich dann so viel Platz haben, dass sie sich auch beim schlechten Wetter oder wenn eben die blöde Vogelgrippe da kommt, dass die tatsächlich dann im Stall sich auch noch wohlfühlen. Das heißt also, man hat bisher einfach nicht den Mut zu sagen, pass auf, wir müssen die Stelle wirklich, wenn wir die Wesen der Tiere entsprechend gerecht werden wollen, so groß bauen, dann heißt es aber in der Konsequenz, die Eier kosten nicht 38 Cent, sondern die kosten dann 60 Cent.
Und da muss man tatsächlich dann zum Schluss auch unsere Mitmenschen mitnehmen und ihnen deutlich machen, wenn wir wirklich ernsthaft hier weiterkommen wollen, heißt es auch, dass zum Schluss die Eier einfach mehr kosten müssen. In Bezug auf die Nahrung und den Einfluss auf die menschliche Gesundheit bzw. auch das Verhalten ist jetzt gerade ein ganz tolles Buch herausgekommen, es ist eine Übersetzung, das heißt Das Vermächtnis unserer Nahrung. Es ist von der Präsidentin der Weston Price Foundation, ist ein Bestseller in den USA gewesen und in England, ich kann es nur ans Herz legen. Co-Autor ist eine Dame, die mit Professor Campbell McBride die GUT-Diät entwickelt hat. Also für diejenigen, die unter Campbell McBride sich nichts darunter vorstellen können, sie ist die Dame, die mit einem autistischen Sohn gesegnet war und den über Ernährung geheilt hat. Die betreibt eine Klinik in England und ja, kuriert mit Nahrung. Also das Buch kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, in Deutsch. Es ist jetzt in Deutsch erschienen. Das Vermächtnis unserer Nahrung. Ingrid, ich würde bitten, das ist eine wunderbare Gelegenheit zum Thema Vernetzung. Wir haben dort eine Tafel neben der Tür, neben der Kamera. Wenn du vielleicht den Titel und wenn du hast Autor sozusagen dort einfach mal aufschreiben könntest und wenn ihr ähnliche Anregungen habt sozusagen, dann würde ich vorschlagen, während der Tagung jetzt erwähnt sie kurz und geht hin sozusagen und schreibt es auf. Weil es ist einfacher, wenn wir sozusagen ganz viele Anregungen haben, dass wir es dort haben. Das kann sich auch jemand abfotografieren oder so, wer Freude dran hat oder eben abschreiben. Dann können wir es aber sozusagen, dann geht es nicht ganz verloren. So, wie sieht es aus jetzt noch mit Fragen an Sepp Braun? Wir haben jetzt noch so 5 Minuten übrig ungefähr. Es waren einzelne Leute, die gerne Statements auch dazu gemacht hätten. Konrad, eine Frage? Ja. Wann kommt dein Kurs oder dein Film mit den Gedanken raus von dir? Das ist eine Frage. Ich habe es ja verstanden. Ja, hallo. Ich wollte nur fragen, wann kommt dein Buch oder ein Film mit deinen Gedanken? Ich glaube nicht, dass. Es gibt tatsächlich einen Film, der ist schon 10 Jahre alt, der ist schon ein Stück weit auch was überholt. Das, was ich da erzähle, ist nicht. Das ist ja wirklich das Faszinierende für mich, nicht die Erkenntnisse, die ich alle habe oder irgendwann geistige Einflüsse, sondern das ist das Ergebnis von wirklich sehr vielen Kontakten mit vielen Menschen, vor allem vielen Bauern, aber auch Beratern, Wissenschaftlern, wo ich versuche eben ja, Wissen zu vernetzen, also einfach dann, um hier weiterzukommen. Und für mich reicht es nicht für ein Buch, ganz ehrlich. Sepp, ich heiße Harald. Sepp, du hast erwähnt den Zusammenhang zwischen Singvogelgesang und der Öffnung der Stomata, der Spaltzellen unter den Blättern der Pflanzen. Und hast sozusagen als Quelle die Indianer benutzt. Das hat, ich weiß nicht, das, die ganze Geschichte hat so ein bisschen für Heiterkeit auch gesorgt. Und ich finde es schade, ich finde es total wichtig, weil es in wunderbarer Weise die Komplexität der unserer Ökologie zeigt. Und da wollte ich noch auf einen Hinweis bringen aus unserem eigenen Kulturkreis. Es gibt in Deutschland einen Vogel, der Nachtigall sehr ähnelt, der heißt Sprosser. Und das sagt, finde ich, das spricht, dieser Name Sprosser spricht Bände, weil der nämlich genau in der Zeit singt, wo die Pflanzen ihre Sprossen treiben, also im späten Frühjahr seinen Gesang verbreitet. Also den gibt es hauptsächlich in Ostdeutschland. Du, danke für den Hinweis, finde ich super. Ich meine es auch wirklich ernst. Also, und interessant ist ja, dass die Vögel in erster Linie so lange singen, bis ungefähr Mitte, Ende Juni, bis die Pflanzen ihr Wachstum abgeschlossen haben.
Das heißt, dass tatsächlich es so ist, dass jeder vom anderen wirklich profitieren kann. Und ich kann mir gut vorstellen, nachdem wir gerne ja klassische Musik hören, dass die Pflanzen einfach gerne ich sag jetzt mal Vogelmusik hören und dann es den Pflanzen hilft, dass sie einfach fitter sind und gesünder sind und auch leistungsfähiger. Vielleicht darf ich hierzu noch ein weiteres Buch empfehlen, und zwar ein alter Klassiker, Das geheime Leben der Pflanzen, genau, wo genau das beschrieben ist. Und wer es selbst ausprobieren will, der geht bitte auf die Seite von Sonic Bloom. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert hervorragend. Es gab im Netz einen alten Film, der wurde vom Agrarministerium in Indonesien gedreht. Und zwar heißt es The Solution, also die Lösung. Sonic Bloom wurde nämlich nach dem verheerenden Tsunami, in Weihnachtstsunami, nach und gleichzeitig dem Ausbruch des Pinatubo und dann hatten sie noch einen Taifun. Jedenfalls waren auf der Hauptinsel Java 70% der Nahrungsgrundlage zerstört. Es ist zwar eine Diktatur dort, aber es waren sehr weise Berater und die haben zu den Wissenschaftlern gesagt, ihr Wissenschaftler, sucht, egal was ihr findet, wir stehen vorm Aus. Und herauskam Düngen mit Musik. Innerhalb von 2,5 Jahren war Indonesien unabhängig von Nahrungsmitteleinfuhren, ist es bis heute, Sie können es, ich habe es nachgeprüft, in den offiziellen Statistiken über Export, Import. Und diese Methode hat zu einer enormen Ertragssteigerung geführt. Ja, daraufhin hat das Agrarministerium diesen Film gedreht. Man muss ihn halt suchen. Er wird immer mal wieder im Netz gelöscht. Wundert mich nicht, dass der gelöscht wird. Vielleicht auch noch ganz, vielleicht bin ich jetzt zum Abschluss jetzt, Beispiel, das auch Mut machen soll aus meiner Sicht. Und zwar haben Wasserforscher haben festgestellt, wenn wir die Bäumensträucher, die wir die letzten 100 Jahre gerodet haben, wenn wir die alle wieder pflanzen würden, dann würde sich allein durch den höheren Blattflächenindex in Verbindung mit der entsprechend höheren Wasserverdunstung, würde sich eine Kühlsumme einstellen, die Temperaturerhöhung, die wir jetzt haben von 0,85 Grad, im Schnitt komplett wieder absenken würde. Das heißt, wenn wir Landnutzer wirklich wieder neu verstehen würden, dann würde das bedeuten, dass wir innerhalb von einem Zeitraum, wenn man sieht, dass bei mir die Pappeln innerhalb von 7 Jahren 12, 15 Meter hoch werden, dass wir diesen Spuk vom Klimawandel, wo wir meinen, wir müssen den uns jetzt darauf einstellen, den können wir umdrehen. Aber wirklich gemeinsam, nur gemeinsam. Und ich bin überzeugt, wenn wir wirklich heute anfangen würden, im großen weltweit tatsächlich Landnutzung neu zu denken, dass innerhalb von 20 Jahren dieser Spuk wirklich vorbei wäre. Aber wir müssen wirklich anfangen. Und ich denke, das brauche ich nicht sagen, aber auf der anderen Seite gibt es durchaus macht es Hoffnung aus der Geschichte, auch aus der Agrargeschichte, dass wenn wir die Welt verändern wollen, dann brauchen wir nicht die Massen. Da brauchen wir keinen Trump. Das sind übrigens diese ganzen Dinosaurier, wissen wir, die sind eh ausgestorben, also von daher überlebt das sowieso nicht lange. Aber das heißt, wir brauchen 3% der Menschen. Es gibt ein bisschen unterschiedliche Aussagen, die anderen sagen wieder 5%, aber ich gehe mal von 3% der Menschen aus. 3%, die Welt im Positiven durch ihr Tun und durch ihre Gedanken verändern wollen, die werden sich gegen alle widerständig, auch gegen einen Trump oder gegen einen Fusola aus Bayer und Monsanto positiv verändern. Und wenn ich das sehe, wer da heute da ist, dann ist mir wirklich habe ich wirklich überhaupt keine Angst, im Gegenteil. Danke. Ja, danke auch.